Herren, seien Sie herzlich willkommen zu dieser heutigen Podiumsdiskussion zum Thema organisierte Suizidhilfe. Darf ich Ihnen kurz vorstellen, mein Name ist Erwin Kress, ich bin Vizepräsident des Humanistischen Verbandes Deutschland, Sprecher zu dem Bereich Autonomie am Lebensende und möchte Sie kurz in unser heutiges Thema einführen. Bevor ich dies tue, darf ich unter Ihnen Herrn Werner Köpp-Kersting begrüßen, den Bundesvorsitzenden der Humanistischen Union, die diese Veranstaltung freundlicherweise unterstützt, ebenso wie das die Giordano-Bruno-Stiftung. Der Humanistische Verband Deutschlands ist eine Weltanschauungsgemeinschaft von Konfessionslosen. Humanität ist uns Programm. Wir setzen uns seit über 20 Jahren für Selbstbestimmung am Lebensende ein. Wir tun dies nicht nur theoretisch, sondern wir unterstützen die Menschen auch praktisch bei der Gestaltung ihres Lebensendes, sei es im Betreuungs-, Pflege- oder im Hospizbereich. Bei dem humanen, am menschlichen Wesen ausgerichteten Sterben gab es erfreuliche Entwicklungen in der letzten Zeit. Zweifellos begrüßenswerte Fortschritte der Medizin wurde Einhalt geboten, wo eine seelenlose, aparte Medizin Leben sinnlos verlängerte. Der Mensch, der Sterbende, wurde wieder in sein Recht gesetzt. Er kann nun bestimmen, welchen Behandlungen er sich nicht mehr ausgesetzt sehen möchte. Ängstliche Patienten muss man dabei unterstützen, ihren Weg zu finden. Und ängstliche Ärzte müssen lernen, dies zuzulassen. Wenn man nun Behandlungen ablehnen darf, darf man auch das Weiterleben selbst ablehnen, also selbst das eigene Leben beenden? Wir meinen ja. Wer noch seines Verstandes mächtig ist und keine sozialen Verpflichtungen mehr hat oder solche nicht mehr wahrnehmen kann, der darf seinem Leben ein Ende setzen, wenn er nicht mehr leben will. Manche halten dies für frevelhaft, weil sie den Menschen als Gottes Ebenbild sehen oder ihr Leben als Gottesgeschenk begreifen, das man nicht zurückgeben darf. Wer sein Sterben in Gottes Hand legen will und den Suizid deswegen ablehnt, der darf dies gerne tun. Wer jedoch eine solche Gottesvorstellung für alle verpflichtend machen möchte, wendet sich gegen den Souverän, das Volk. Man muss ihm sagen, dass wir nicht in einem Gottesstaat leben und ihn daran erinnern, dass er selbst auch keinen solchen Gottesstaat möchte, wenn denn der Gott ein anderer wäre. Unsere Vorstellung, dass der Mensch ein Recht hat, sein Leben so zu beenden, wie er dies im Rahmen seiner sozialen Verpflichtungen für richtig hält, steht heute nicht zur Debatte. Sie ist selbstverständliche Grundlage dieser Diskussion. Wir sprechen heute auch nicht über Palliativmedizin und Hospizversorgung. Es ist für uns keine Frage, dass die Angebote in diesem Bereich absolut unzureichend sind. Leider reicht auch der Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Gröhl nicht weit, mit dem die Lage eigentlich verbessert werden soll. Er bleibt weit hinter den einhändigen Bekundungen zurück, die man in der Bundestagsdebatte zur Sterbehilfe dazu vernehmen konnte. Insbesondere die Menschen in den Pflegeheimen werden weiterhin wenig oder gar nicht palliative oder hospizlich betreut werden können. Aber auch das Thema Pflege steht heute nicht zur Debatte. Auch wenn die pflegepolitische Sprecherin
von Bündnis 90 Die Grünen, Elisabeth Scharfenberg, soeben feststellen musste, in Deutschland sei ein fortschreitender Werteverfall der Pflegeleistungen im Gange. Vielleicht schafft es hier das Bundesverfassungsgericht, den Staat an seine Schutzpflichten zu erinnern. Heute geht es alleine darum, ob den Menschen geholfen werden darf, wenn sie ihr Leben beenden möchten. Es geht darum, wer helfen darf, was die Voraussetzungen für eine Hilfe sind, was ihr entgegensteht. Und es geht darum, dass die Hilfe, wenn sie denn begründbar ist und gewährt wird, auch mit medizinisch sinnvollen Mitteln geschieht. Im Bundestag wird darüber debattiert, ob organisierte Hilfe zum Suizid zu verbieten sei. Menschen und Vereine, die eine solche Hilfe anbieten, sollen eventuell mit Gefängnis bestraft werden. Solche Hilfeleister werden verdächtigt, Menschen zum Suizid zu verleiten und mit der Not von Lebensmüden ein Geschäft zu machen. Wir wissen, dass dies oft Vorwände sind für solche, die den Suizid selbst verbieten möchten. Wer sich aber ernsthaft mit dem Thema befasst, der muss sich auf diejenigen einlassen, die er kriminalisieren möchte. Das ist bislang gar nicht oder unzureichend der Fall. Dies war der Anlass für uns, zu dieser Podiumsdiskussion Vertreter der beiden Sterbehilfeorganisationen einzuladen, die als solche in Deutschland Hilfe anbieten. Ich freue mich, dass der Rechtsanwalt Ludwig Minelli von Dignitas Schweiz und Dignitas Deutschland dieser Einladung gefolgt ist und begrüße ihn herzlich auf dem Podium. Kunden von Dignitas müssen zum Sterben in die Schweiz fahren. Bei Sterbehilfe Deutschland ist dies nicht nötig, da kommt der Sterbehelfer zum Patienten. Ich freue mich, auch Herrn Dr. Roger Kusch von Sterbehilfe Deutschland auf dem Podium begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Es ist sicher kein Zufall, dass beide Herren als streitgewohnte Juristen dafür kämpfen, dass ihre Organisationen Menschen Suizidhilfe gewähren dürfen. Aber lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit auch den Berliner Arzt Herrn Uwe Arnold im Publikum begrüßen, der wegen seiner vielfältigen letzten Hilfe ja auch von den genannten Strafandrohungen betroffen ist. Aus dem Deutschen Bundestag begrüße ich Herrn Professor Dr. Karl Lauterbach von der SPD auf dem Podium. Der organisierte Sterbehilfe gerne verbieten, sie den Ärzten aber in gewissen Grenzen erlauben möchte. Herzlich willkommen, Professor Lauterbach. Als seine Kollegin begrüße ich Frau Dr. Petra Sitte von der Partei Die Linken. Sie möchte zusammen mit Renate Künast und anderen die Tätigkeit von Sterbehelfern nicht verbieten, aber regulieren. Herzlich willkommen, Frau Dr. Sitte. Nicht zuletzt begrüße ich Dieter Neumann auf dem Podium. Sie wirkt seit über 20 Jahren als Referentin für Lebenshilfe in unserem Verband, war beteiligt beim Aufbau unserer Hospizarbeit und hat viele Menschen in schönen und in schwierigen Situationen am Lebensende begleitet, auch solche, die ihr Leben vorzeitig beenden wollten oder beendet haben. Herzlich willkommen, Dieter Neumann. Damit darf ich das Wort weitergeben an Frau Heike Haarhoff, die Moderatorin des heutigen Abends. Ich freue mich, dass Sie, die ansonsten als gesundheitspolitische Redakteurin bei der Tageszeitung arbeitet, diese Aufgabe übernommen haben.
Auch Ihnen, Frau Harhoff, ein herzliches Willkommen und viel Glück bei der Bändigung dieses Projekts. Jetzt noch ein kleiner Lebenslauf dabei, dass wir, ja, der Klasse hat auch eigentlich alle vorgestellt, dass wir jetzt starten, dass wir gleich in die Diskussion einsteigen. Wir wollten aber gerne am Anfang, dass jeder auf dem Podium seine Position zur Suizidhilfe und zu der Frage, brauchen wir eine neue Regelung, ja, nein, und warum, kurz vorstellen. Wir haben gedacht, dass wir wirklich 5 Minuten bei dieser Vorstellung nicht überschreiten sollten, weil wir ansonsten so wenig Zeit haben zu diskutieren. Und ich verspreche Ihnen auch, wir werden auch später das, die Diskussion im Publikum öffnen, sodass Sie sich dann auch gerne beteiligen können, in Ihren Fragen und dann die Gelegenheit haben, den Vertretern von den Vereinen aus dem Bundestag und eben auch von Bonn natürlich Fragen zu stellen. Ja, ich würde vorschlagen, dass vielleicht Herr Busch und dann Herr May mit Ihrem Kurzstatement das beginnen. Sie sind ja die Vertreter der Vereine, die hier in der Kritik stehen seit längerem. Vielleicht wollen Sie sich einfach vorstellen. Danach habe ich gedacht, könnte dann Frau Sitzer und Herr Lauterbach das Denken abgeben und von meinem Liest. Ja, ist das in Ordnung? Okay, dann bitte, Herr Kusch. Danke, Frau. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich in einem so großen und interessierten Kreise unseren Verein kurz vorstellen kann. Sterben für Deutschland e.V. wurde vor 5,5 Jahren gegründet in einem kleinen Nachbarort von Hamburg. Unsere Geschäftsstelle, unsere Hauptgeschäftsstelle ist in Hamburg. Wir haben das Ziel verfolgt, nach dem Vorbild der Schweizer Organisationen ein Angebot auch in Deutschland unseren Mitgliedern zur Verfügung zu stellen, das unter bestimmten Voraussetzungen nicht nur über Selbstbestimmungsrecht gesprochen wird, sondern gelegentlich, wenn es der Wunsch des Mitglieds ist, auch konkrete Hilfe geleistet wird. Unser Verein hat mittlerweile 700 Mitglieder. Nun, damit Sie eine Vorstellung haben, welche Arbeit hinter unserer Tätigkeit steckt, am heutigen Tag haben wir von Beginn unserer Vereinstätigkeit an 193 Mitgliedern beim Suizid geholfen. Die Angebote unseres Vereins an Mitglieder sind nicht nur Suizidhilfe, sondern 2 weitere Dinge, die durchaus für die Alltagstätigkeit des Vereins von Bedeutung sind. Einerseits bieten wir unseren Mitgliedern eine besonders eng formulierte Patientenverfügung, bei denen wir den Mitgliedern die Hoffnung mit auf den Weg geben können, dass im Falle, dass eine solche Patientenverfügung zum Einsatz kommt, es zwischen Betreuer, Bevollmächtigten und behandelndem Arzt zu möglichst wenig Missverständnissen kommt. Das ist ein wesentliches Angebot für die Gestaltung des Lebensendes in freier Selbstbestimmung, dass man auch für diesen Fall, dass man selbst nicht mehr handlungsfähig ist, Vorsorge trifft. Das zweite Angebot unseres Vereins ist allgemeine Beratung. Da kommen Mitglieder oder auch Interessenten mit allen möglichen Sorgen und Problemen und Fragen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann entweder telefonisch gesprochen werden oder mit Gesprächen, die terminiert und vereinbart werden können in unserer Geschäftsstelle. Solche Beratungs- und Unterstützungsgespräche sind zum Teil sehr belastend und auch sehr aufwendig, denn es gibt viele Probleme, bei denen wir nicht helfen können. Die Suizidbegleitung, damit bin ich beim dritten Punkt, ist ja nur ein Teil dessen, wie man sich das selbstbestimmte Lebensende gestalten kann und ist glücklicherweise diese große Ausnahme in unserer Gesellschaft und wird es auch immer bleiben. Die Suizidbegleitung setzt bei uns voraus, wir haben hierzu ethische Grundsätze verabschiedet, die jeder Mann und jede Frau im Internet nachlesen kann, setzt bestimmte formale Voraussetzungen voraus, insbesondere muss jedes Mitglied, das unsere Suizidhilfe in Anspruch nehmen will, einen 13-seitigen Fragebogen mit ausführlichen Fragen ausführlich beantworten,
damit wir uns ein umfassendes Bild von der Lebens- und Krankheitssituation des betreffenden Mitglieds machen können. Dann muss eine Patientenverfügung vorliegen. Dann prüfen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob die formalen Voraussetzungen nach unseren ethischen Grundsätzen vorliegen. Wenn es bejaht wird, kommt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin als Besuch in das Haus oder in die Wohnung des Mitglieds und führt ein ausführliches Gespräch, das zu Dokumentationszwecken auf Video aufgezeichnet wird. Wenn auch dieses Gespräch keine Bedenken, insbesondere an der Einsicht und Willensfähigkeit des Mitglieds, weckt, beauftragen wir einen Arzt oder eine Ärztin, abermals zu dem Mitglied zu gehen, in einen weiteren Besuch. Dieser Arzt oder diese Ärztin erstellt ein ärztliches Gutachten, insbesondere zur Einsicht und Willensfähigkeit des Sterbewilligen, zu seinen Krankheiten, zu fragen, wie das Mitglied sich mit Alternativen zur Sterbehilfe befasst hat, und schickt nach Prüfung all dieser Fragen uns ein schriftliches Gutachten. Bei diesem Eingang des Gutachtens prüft unser Verein ein letztes Mal alle Voraussetzungen der Sterbehilfe, und wenn nichts dagegen spricht, bekommt das Mitglied einen Brief, in dem ihm relativ lapidar mitgeteilt wird, dass ab jetzt grünes Licht besteht. Das heißt, der Verein teilt dem Mitglied mit, dass ab jetzt das Mitglied jederzeit unsere Sterbehilfe in Anspruch nehmen kann. Und dieser Punkt, dass wir den Mitgliedern die völlige Sicherheit geben, dass ab jetzt keine Zweifel mehr bestehen, ist eigentlich das Wichtigste unserer Arbeit, denn neben der Zahl von insgesamt 193 Suizidbegleitungen innerhalb von 5,5 Jahren haben wir am heutigen Tag 84 Mitglieder von 700, die grünes Licht haben und es nicht in Anspruch nehmen. Und diese Mitglieder, die unser grünes Licht haben, jederzeit bei uns Sterbehilfe in Anspruch nehmen können, es aber nicht tun oder zumindest nicht sofort tun, die sind unsere große moralische Berechtigung und Begründung für unsere Arbeit, weil mit diesem grünen Licht wir den Menschen neue Perspektive und neuen Lebensmut geben. Es kann allerdings auch passieren, dass der Anruf oder die Anfrage nach Umsetzung des grünen Lichts am übernächsten Tag kommt. Das gibt es auch. Aber in vielen Fällen führt das grüne Licht zur Beruhigung, zur Entspannung, und damit glauben wir mit unserer Arbeit entgegen dem Namen Sterbehilfe Deutschland in erster Linie Lebenshilfe für unsere Mitglieder zu leisten. Darüber sind wir froh, dass wir es bei der derzeitigen Rechtslage können, und wir hoffen, dass im Deutschen Bundestag sich diese Meinung noch durchsetzt, dass unsere jetzige Rechtslage humaner ist als alles geplante an Änderungen. Vielen Dank. Das waren genau 5 Minuten, das ist sehr hoch. Und dann geht das in den Vorgang. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, vor 2,5 Wochen, am 17. Mai, ist nämlich das Schweiz 17 Jahre alt geworden. Und heute, am 3. Juni, hat nämlich das Schweiz in der Schweiz zum 2000. Mal eine Freitodsbegleitung durchgeführt. Bis heute hat die Integration der Schweiz jedoch einer ungleich viel höheren Zahl von Menschen geholfen, entweder eine suizidale Krise zu überwinden oder die Dienste einer palliativen Einrichtung in Anspruch zu nehmen. Weil Menschen, die sterben möchten, mit Integration über diesen Wunsch wertneutral und ergebnisoffen diskutieren können, wird erreicht, dass sie sich weniger stigmatisiert, sondern mehr respektiert fühlen. Dies verbessert die emotionale Stabilität, mindert das Suizidrisiko und reduziert so die Zahl der gescheiterten Suizide und damit auch der erfolgten Suizide. Es war die Schweizerische Bundesregierung, welche am 9. Januar 2002 in einer Antwort auf eine Frage aus dem Parlament erklärte, nach amerikanischen Forschungsunterlagen entfielen in Industriestaaten auf einen gelungenen Suizid bis zu 49 gescheiterte Suizidversuche. Das trifft auch auf Deutschland zu. Deutschland zählte im Jahre 2013 10.276 amtlich festgestellte Suizide. Nimmt man nun das als Basis und die amerikanische Studie, dann kommt man zur Feststellung,
dass die Anzahl der Suizidversuche in Deutschland 2013 500.000 überschritten hat und etwa 490.000 davon gescheitert sind. Das sind täglich etwa 1.350. Und sie haben in Deutschland täglich bis zu 28 vollendete Suizide. Es ist bisher nicht bekannt geworden, dass CDU und CSU durch diese Tatsache veranlasst worden wäre, etwas zur Verringerung dieser Zahlen zu unternehmen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Professor Frank Ulrich Montgomery, begnügt sich damit, diese Zahl schlicht zu bestreiten. Er sagt, es sind ja nur 100.000. Damit ist die Sache für ihn erledigt. So viel zum Thema Empathie bei diesem Arzt. Ich meine, ob 500.000 oder 100.000 ist in jedem Fall unabnehmbar. Jeder einzelne und vermeidbare Suizidversuch, der den betreffenden Menschen oder auch Dritte schädigen könnte, ist einer zu viel. Aber 100.000 oder 500.000 gescheiterte Suizidversuche bringen Ärzten, psychiatrischen und chirurgischen und anderen Kliniken sowie Pflegeheimen und der Pharmaindustrie jährliche Umsätze von vielen Milliarden Euro. Das ist der wahre Grund, weshalb CDU und CSU und Bundesärztekammer und Kirchen, die ein Drittel der Krankeninstitutionen in Deutschland beherrschen, gegen die Beihilfe zum Suizid in Deutschland kämpfen. Die Behauptung der CDU und CSU, es geht darum, Leben zu schützen, kann nicht stimmen. Wenn CDU und CSU wegen zwei Personen, die in Deutschland durch Dschihadisten ums Leben gekommen sind, eine Vorratsdatenspeicherung einführen will und ein Gebäude errichtet mit 5.200 Zimmern für den Bundesnachrichtendienst, dann müssen sie sich in ungleich viel größerem Maße darum kümmern, wie verhindert man Suizidversuche und Leben zu schützen. CDU, CSU und Kirchenkreise behaupten sodann, sie wollten etwas unternehmen, damit profitsüchtige Menschen mit dem Tod anderer Menschen kein Geld verdienen. Diese Behauptung ist bewusst falsch. Sie wollen nicht gegen gewinnstrebige Beihilfe zum Suizid ein Verbot erlassen, um sich weiterhin die Gewinne der von ihnen meist über Aktien beherrschten Einrichtungen des Krankenwesens und der Pharmaindustrie weiterhin zu sichern. Und nur deswegen nehmen sie es ohne Wimperzucken in Kauf, ihren Amtseid zu brechen und das Grundgesetz massiv zu verletzen. Nur deswegen vermeiden sie auch jeden vernünftigerweise notwendigen Blick auf die Rechtsentwicklung in zahlreichen Staaten Europas und der Welt, sowie auf die seit rund 30 Jahren bestehende Schweizer Praxis. Diese Praxis vereint Beratung rund um Patientenverfügung, Palliativversorgung, Suizidversuchsprävention und Freitodbegleitung in Kooperation mit Ärzten, privaten Institutionen wie Dignitas und Behörden. Es geht der CDU-CSU, der Kirche, um Geld und um Macht. Nicht um den Menschen, nicht um die Bürger, welche mehrheitlich zahlreiche Umfragen zeigen, wie es deutlich Wahlfreiheit in letzten Dingen wollen. Dagegen gilt es, den Kampf für die Freiheit am Lebensende für das letzte Menschenrecht zu führen. Suizidbeihilfe angefangen wurde, in Deutschland zu sprechen, stand die gesamte Debatte unter dem Vorzeichen, dass es unter Umständen einen Verbotsantrag im Bundestag gibt. Zwischenzeitlich gibt es ihn ja auch von Patrick Sensburg und anderen. Und im Grunde gehöre ich zu einer Gruppe, die an der gegenwärtigen Situation eigentlich gar nichts ändern will. Aber natürlich kann man das
Natürlich kann man das nicht einfach so laufen lassen, wenn man der Gefahr gegenübersteht, dass es zu einem grundsätzlichen Verbot kommen könnte oder zu einem indirekten Verbot. Und diese Gefahr sehe ich zu teilen in dem Antrag von Herrn Brandt und anderen. Wir haben als Ausgangspunkt im Grunde genommen die Sicht der Betroffenen genommen. Nichts ist in der gegenwärtigen Situation so heiß umstritten wie ein unwürdiges Altern. Ob die Unfähigkeit in den Familien, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden an Pflege von Angehörigen, ob überhaupt die physische Leistung der Angehörigen bis hoch ins hohe Alter zur Verfügung steht, begleitet durch Schuldgefühle der Angehörigen etc., dass sie eben die Liebe, die sie gegenüber ihren Angehörigen empfinden, nicht auch in die adäquate Pflege umsetzen können, das spielt dabei selbstverständlich eine Rolle, das weiß ich. Selbstverständlich spielt erst recht eine Rolle, was Herr Minelli zuletzt gesagt hat, nämlich der soziale Kontext, in dem sich Menschen befinden, die altern, die krank werden, die nicht nur eine schwere Krankheit haben, sondern die über mehrere Krankheiten verfügen, die am Ende dazu führen, dass sie für sich selbst sagen, das Leben, das ich jetzt führe, ist nach meiner ganz individuellen Vorstellung eben kein würdiges Leben. Es ist auch kein würdiges Altern und ich möchte so nicht sterben und ich möchte den Verlust der Kontrolle über meine eigene Lebensführung nicht konstatieren müssen. Ich möchte es nicht verlieren. Und nun ist es ja so, dass diese Menschen oftmals eben auch im Grunde genommen auf drei Begleitungen geworfen sind. Zum einen ihre Angehörigen, die sie pflegen. Und viele Angehörige haben weit das 70. Lebensjahr überschritten und haben für ihre Angehörigen einen Fulltime-Job. 24 Stunden am Tag gilt es, jemanden zu pflegen, wenn ich die Familie sich das schön teilen kann. Aber angesichts der demografischen Entwicklung bedeutet das für uns in den nächsten Jahrzehnten, wir haben Single-Familien, da wird es noch komplizierter. Zweitens, sie haben unter Umständen eine kontinuierliche ärztliche Betreuung. Auch das ist zurzeit nicht gegeben. Man muss nur mal versuchen, als älterer Mensch von einem Facharzt zum anderen zu wechseln. Da bekommen Sie oft genug die Auskunft, nein, wir haben keine Termine mehr und wir nehmen auch keine Patienten mehr auf. Auch das löst sozialen Druck aus, auch das wirkt sich aus auf die Selbstachtung, die solche betroffenen Menschen für sich empfinden. Und auch da entsteht eine gesellschaftliche Verantwortung. Und selbstverständlich eben auch die Überlegung, dass es unter Umständen einer neutralen, aber kompetenten Beratung braucht, sowohl durch Vereine und Verbände, aber eben auch durchaus durch Ärzte. Und diese Gelegenheiten wollen wir weiterhin positiv zulassen. Das heißt, wir haben die Sterbehilfe, die Sterbebegleitung positiv in unserem Entwurf definiert, wollen damit aber auch Rechtssicherheit schaffen. Und vor allem haben wir eben für uns auch gesagt, es kann nicht sein, dass es angesichts der Tatsache, dass der Freitod ja straffrei bleibt, dass die Freihilfe für zwei Gruppen zugelassen wird, beispielsweise für Ärzte oder für Angehörige, aber ausgerechnet für Vereine, die ja auch diesen Präventionsgedanken genauso verfolgen, nicht zulässig bleiben sollen. Das ist juristisch nicht zu erklären und das ist auch im praktischen Leben nicht zu erklären. Wir haben die Auffassung, dass eben gerade auch die schwierige Gemengelage, die Komplexität des Problems, die emotionale Belastung sowohl der Betroffenen als auch der Familien dazu führen sollte, dass es auch Beratung außerhalb des üblichen Raums, des familiären Raums geben sollte. Und man braucht sich doch nur mal so eine Situation vorzustellen, sie werden gepflegt von ihren Angehörigen oder umgekehrt, die Angehörigen pflegen sie. Wie neutral ist denn ein solches Gespräch? Also ich weiß nur, dass ich wahrscheinlich meinem Vater gegenüber gesessen hätte mit Tränen erstickter Stimme und ihn irgendwie versucht hätte, davon abzubringen. Und so stelle ich mir die Situation auch in vielen anderen Familien vor. Deshalb haben wir in unserem Entwurf die verbandlichen Bedingungen definiert, haben es positiv definiert und haben sozusagen in unserem Entwurf auch gewerbsmäßig definiert,
Das heißt, unter dem Blickwinkel der Absicht, Gewinn zu erzielen, und das ist die Einigkeit allerdings im Bundestag über alle Gruppen hinweg, die Absicht, Gewinn zu erzielen mit Sterbehilfe, die wollen wir ausschließen. Und wir wollen auch, dass bestimmte Kriterien gelten sollten für die Beratung von Verbänden und Organisationen. Ich habe jetzt dreimal in der letzten Zeit mit Herrn Minelli in Runden gesessen und mir erklären lassen, wie der Verband arbeitet, wie stark der präventive Gedanke im Vordergrund steht. Wir haben mit Hospizmedizinern gesprochen und auch dort die Bestätigung dafür bekommen, wie wichtig eben und wie viele Möglichkeiten es durchaus auch gibt, hier präventiv zu arbeiten. Ich weiß, dass das jetzt nur fragmentarisch war und so eine Mischung aus allem, aber wir wollen ja auch in die Diskussion kommen, deshalb lasse ich es dabei. Ja, vielen Dank zunächst einmal für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und Herr Minelli und ich hatten ja bei anderen Gelegenheiten auch schon einmal miteinander zu tun. Ich will zunächst einmal kurz sagen, also ich bin sicherlich nicht derjenige, der die Position der Union hier verteidigen muss und auch nicht also Herrn Montgomery in Schutz nehmen muss. Aber ich glaube, die Kritik, die Sie vorgetragen haben, Herr Minelli, war also nicht korrekt und hilft Ihnen auch nicht. Also es ist nicht richtig, der Unionsfraktion vorzuwerfen, es ginge um das Geld der pharmazeutischen Industrie oder um Krankenhausumsätze. Man mag mit den ethischen Überzeugungen der also Kollegen nicht einverstanden sein, und ich bin es nicht, um es klar zu sagen, aber das ist nicht die Motivationslage. Es hat keinen ökonomischen Hintergrund, es ist einfach eine andere ethische Überzeugung, die man nicht teilen mag, aber so, wie Sie es dargestellt haben, stimmt es nicht. Stimmt auch nicht einmal für Herrn Montgomery, wo ich glaube, dass er, was die ethischen Belange dieser Problematik angeht, also die Ärzteschaft nicht gut vertritt. Ich bin selbst Arzt und fühle mich da nicht vertreten. Ja. Ich bin auch also Mitglied einer Kammer, also in Nordrhein, wo ich da für Ärzte also bei Drohung des Entzugs der Approbation verboten ist. Und ich glaube, dass das nicht richtig ist, um es klar zu sagen. Aber ich glaube, Sie tun sich selbst keinen Gefallen damit, indem Sie die also Diskussion so zuspitzen. Das macht es der Gegenseite leichter. Ich will meine eigene Position also kurz vortragen. Also ich habe selbst einen Entwurf, also einen Gesetzentwurf in Vorbereitung zusammen mit dem Kollegen Hinze von der CDU im Übrigen und auch also anderen Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen. Da geht es im Wesentlichen um eine Verlagerung der Möglichkeiten der Sterbehilfe. Also ich bin nicht der Meinung, dass die Sterbehilfe kriminalisiert werden sollte in Deutschland. Ich bin nicht der Meinung, dass etwas, was also dem Einzelnen erlaubt ist, sozusagen dem anderen in der Beihilfe dann also strafrechtlich untersagt werden darf. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass wir eine Veränderung benötigen. Und das setzt ein bisschen an dem, also, was der Kusch gesagt hat, und zwar der Punkt mit dem grünen Licht in dem Sinne. Grünes Licht gibt es halt nur für diejenigen, die bei Ihnen Verein oder in ähnlichen Vereinen Mitglied sind. Und die also somit die Prozedur durchlaufen haben, also dass sie durch vereinsmitgliedschaftlich diese Erlaubnis, wenn man so will, eingeholt haben. Ich bin für ein viel niederschwelligeres Verfahren, und zwar sind pro Jahr etwa 400-500 Fälle in Deutschland. Das ist etwas, was die Ärzteschaft selbst übernehmen kann, ohne dass man in Vereinen Mitglied ist, ohne dass man sich an Recht erwirbt, ohne dass man sich auskennt mit Kriterien, die erfüllbar sind. Es gibt sehr viele Kollegen, die zur Sterbehilfe bereit sind, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Das heißt, man schließt aus, dass eine psychische Erkrankung vorliegt, eine behandelbare Depression. Wenn man ausschließt, dass derjenige im Moment sich in einer Krise befindet, wo der also willentlich, sagen wir, robust ist, wenn man dort bestimmte Vorsichtsmaßnahmen einbringt, dann ist das etwas, was Ärzte leisten können. Natürlich nicht jeder Arzt kann das und nicht jeder Arzt soll das. Aber weshalb soll man nicht die Ärzteschaft auffordern? Wir machen als Ärzte sehr viel, um Menschen in die Situation hineinzubringen, wo Sterbehilfe ein mögliches Thema wird. Ich bin selbst als Wissenschaftler sehr aktiv im Bereich der Onkologie. Und wir begleiten also mittlerweile schwer Tumorkranke in Lebensphasen, die früher undenkbar gewesen wären. Das hätte früher, sagen wir mal, niemand so erlebt oder durchleben können.
Das machen wir als Ärzte zusammen mit den Patienten. Übrigens nicht immer aus Gewinnspielen, das ist nicht so, sondern wir versuchen halt vieles, mal klappt es nicht. Aber wenn es nicht klappt, dann bringen wir den Patienten in eine Situation, wo der Sterbewunsch vernünftig sein kann und durchaus nachvollziehbar. Und dann sind wir Ärzte aus meiner Sicht auch in der Pflicht, den Sterbewunsch zu erfüllen helfen. Und dafür brauchen wir aus meiner Sicht die Vereine nicht. Ich kritisiere die Arbeit der Vereine nicht in der Art und Weise, wie das die Verbotsanträge machen. Das ist nicht meine Art. Wenn Sie von mir auch keine entsprechenden Stellungnahmen finden. Aber ich finde ein niedrigschwelliges, nicht kommerzielles Angebot durch die Ärzteschaft wäre organisierbar. Dazu sind sehr viele Kolleginnen und Kollegen bereit. Und das ist das Motiv für unseren Antrag. Das ist im Prinzip eine neue Organisation der Sterbehilfe unter Zuhilfenahme der Ärzteschaft. Ich weiß, dass dieser Vorschlag gerade bei meinen Kolleginnen und Kollegen umstritten ist. Aber in der Ärzteschaft gibt es viele Unterstützer und ich baue darauf, dass wir hier in eine vernünftige Diskussion hineinkommen. Ich danke Ihnen zunächst für die Aufmerksamkeit. Paradoxe Situation. Wir sind, soweit ich das überblicke, das einzige entwickelte Land der westlichen Hemisphäre, welches die liberalste aller Regelungen hat, nämlich gar keine. Wir haben ja im Strafrecht gar keine Verbotsregelung. Nur auf der anderen Seite haben wir keine Praxis. Und wenn Sie, Herr Lauterbach, jetzt vorschlagen, dass wir für eine bestimmte privilegierte Gruppe, nämlich die Ärzteschaft, nach ganz strengen Kriterien auf einmal etwas erlauben wollen sollen, was ja eigentlich schon erlaubt ist, da fängt schon die Paradoxie an. Oder? Dann werden jetzt viele sagen, das ist ja prima, dann haben wir endlich da Regularien, an denen sich unsere Ärzte entlang hangeln können oder halten können. Nur ich sehe jetzt im Moment nicht, wie eine solche Erlaubnis ohne möglich ist, ohne dass auf der anderen Seite etwas verboten werden soll. Weil wir haben ja heute schon alles erlaubt. Also das ist so Paradoxie. Zum Thema Suizidverhütung. Eine riesige Herausforderung für uns alle. Ich beziehe mich da auch auf die Stellungnahme des Ethikrates, die wir im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres vorgelegt bekommen haben, die das auch ähnlich wie Sie, allerdings mit anderen Schlussfolgerungen, selbstverständlich leisten, das weiß ich auch aus unserer Beratung oder aus meiner Lebensberatung im Humanistischen Verband, leisten wir auch Suizidprävention, wenn wir uns offen Menschen gegenüber zeigen, die Suizid begehren oder Suizidgedanken mehr oder weniger fortgeschritten zum Ausdruck bringen wollen. Aber es ist natürlich eine völlige sagen wir mal, Überschätzung, wenn man jetzt meint, dass Suizidhilfegesellschaften und diejenigen sind, die ja den größten Beitrag zur Suizidverhütung leisten können. Im Gegenteil, es ist ja so, dass mindestens 90, wenn nicht 95% aller Suizide und dann nochmal 10-mal so viel, wenn nicht 20-mal so viele Suizidversuche, nicht von der Personengruppe begangen werden, die sie als frei verantwortlich anzusehen haben. Das ist ja eine ganz kleine Minderheit, sondern die psychisch krank sind, die vereinsamt sind und so weiter. Und da hat meiner Meinung nach der Deutsche Ethikrat ein wahres Wort gesagt, nämlich, dass jetzt die Förderung der Palliativmedizin, die überhaupt nicht hilft, sondern, und dem schließe ich mich absolut an, dass natürlich gefordert werden muss, Ausbau von Psychotherapie, von Gerontopsychiatrie, von Besuchsdiensten, was wir zum Beispiel im Humanistischen Verband hier in Berlin auch aufgelegt haben. Alles ganz kleine Tropfen auf den heißen Stein. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die wir nur wirklich auf ganz breiter Front in den Griff bekommen können. Das ist eine Herausforderung für alle Einrichtungen, zumindest im Sozial- und Gesundheitsbereich. Und ich stelle mir vor, dass Suizidverhütung und auch in Ausnahmefällen dann eine Suizidbegleitung oder auch eine Vermittlung an eine Organisation oder an Ärzte, die dazu bereit sind, also eine Einheit darstellen. Und das ist durchaus von dem jeweiligen Träger oder auch dem Selbstverständnis der Mitarbeiterin dort
abhängen kann, wie weit man jetzt davon in Richtung Suizidbegleitung geht oder nur die Suizidverhütung im Auge hat, wobei die beiden Ansätze auf ganz weiter Strecke identisch sind. Man muss nämlich erstmal diejenigen als verzweifelten Menschen ernst nehmen. Das ist mein und dazu habe ich auch in meiner Eigenschaft als Mitglied der Akademie für Ethik in der Medizin mit vielen anderen auch Theologen zusammen Empfehlungen herausgebracht für den Umgang in der Praxis mit Suizidhilfe und Wunsch. Weil, wie gesagt, das gehört sozusagen in kirchliche Einrichtungen wie in andere, in alle sozialen Einrichtungen. Das kann einer alleine überhaupt nicht leisten. Dazu würde ich dann in der Tat allerdings auch die Suizidhilfevereine zählen. Und was ja eine Forderung unseres Verbandes ist, noch neu zu schaffende Suizidhilfe-Konfliktberatungsstellen wären da angesagt. Bedauerlicherweise sind ja die Hospizeinrichtungen, die da vielleicht vorgesehen wären, aus weltanschaulichen Berufsverbunden nicht dazu geeignet oder bereit oder vielleicht auch noch nicht. Vielleicht ändert sich das auch nochmal in ein paar Jahren. Ihr Ansatz, Herr Rauschenbach, ist bestimmte Gruppen, in ganz verschiedenen Gruppen zu tun. Die schwerstkranken Patienten in todesnahen Situationen, sagen wir Palliativpatienten kann man da, glaube ich, es sind nicht nur Palliativpatienten, müssen wir nicht korrelieren. Also auf jeden Fall die todesnahe Situation nach bestimmten Sorgfaltskriterien, dann deren Ärzten die ausdrückliche Erlaubnis zu geben, zu helfen, setzt eins daraus, dass wir natürlich auch ein geeignetes Medikament dann haben, das einfach gegenwärtigen Stand der Dinge international gesehen nur nach dem Vindobarbital oder einem Barbiturat sein. Und deshalb fordern wir auch in unserer Broschüre nachzulesen, des Humanistischen Verbandes, die Zulassung dieses Medikamentes vielleicht sogar dann nur für diesen Kreis von Patienten oder von Ärzten. Das müsste man dann im Einzelnen sehen. Und ja, ohne das haben wir dann wirklich die Ärzte in der Kaffeemühle. Oder wie Herr Matthias Töns, ein Palliativmediziner aus NRW, der sich ja auch für Suizid im Einzelfall ausspricht, sagt, unsere Patienten haben die Medikamente alle zu Hause. Das weiß ich auch nicht. Der sagt dann wahrscheinlich, nehmen Sie mal die oder in der Dosierung oder so. Aber ohne Natriumpentobarbital können wir, glaube ich, den Ansatz, den Sie verfolgen, hier gar nicht durchsetzen. Ja, das Letzte ist, außer dieser staatlichen Regelung, also der Zulassung im Betreuungsmittelrecht, sehen wir eigentlich keinen staatlichen Regelungsbedarf, weil macht es nicht Sinn, dass wir Sorgfaltskriterien wie die Organisation, sei es die Sterbehilfegesellschaft selber, sei es Ärztegruppen, denen selber an die Hand geben. Ich weiß nicht, ob der Regulierungsbedarf des Staates da ein richtiges Instrument ist. Okay, das ist jetzt mein allerletzter Satz. Und wenn überhaupt eine strafrechtliche Regelung, kann es aus unserer Sicht nur die sein, dass wir die gegenwärtige Nichtstrafbarkeit sozusagen dann normieren würden und auch die Nichthinderung eines freiverantwortlichen Suizids und die Begleitung eines freiverantwortlichen Suizids. Ich muss noch vorab noch ganz kurz eine Frage dem Verein von Herrn Nelly, den ich das stelle. Weil Sie, ich würde gerne mit Ihnen kurz mal anfangen, da einsteigen, weil Sie ja wirklich derjenige sind, der jetzt hier in der Runde von allen am meisten Erfahrung hat. Und jetzt gerade jetzt für 2000 Tote seit 1998 und es gelten vielen, oder der Verein, das Schweiz und ganz Deutschland, die gelten ja als dubios, man weiß nicht richtig, antworten Sie nur transparent. Da ein bisschen Angst vor Ihnen, viele möchten, dass Sie in Deutschland expandieren. Was haben Sie denn eigentlich getan? Und Sie sagen aber, Sie verhindern Suizide. Was haben Sie denn getan, um diese 2000 Toten, dann 1998, zu verhindern? Oder warum ist das gelungen? Ja, das ist der kleine Überschuss gewissermaßen.
wo eben die Krankheitssituation so ist, dass nicht zum Leben hin mehr geholfen werden kann. Wir hatten eine deutsche Studierende, die hat bei uns 4 Wochen lang unsere Dossiers durchgepflügt und hat beispielsweise festgestellt, dass von den sehr vielen Mitgliedern von Dignitas im Laufe des Verfahrens ein sogenanntes provisorisches grünes Licht bekommen haben, am Schluss nur 13% tatsächlich eine Freiburg-Begleitung verlangen. Das provisorische grüne Licht war für diese Menschen hauptsächlich der Notausgang. Das Wissen haben, wenn ich es nicht mehr aushalten sollte, habe ich hier den Ausgang aus meinem Leben bereits geöffnet, dann kann ich nur noch anrufen und den Termin vereinbaren. Und alle anderen haben in der Folge dieses grünen Lichts sehr viel Ruhe gewonnen, sie haben die Nervosität verloren und haben erleben können, dass sie vermutlich wesentlich stärker waren, als sie gedacht haben, angesichts der Krankheit, der sie unterworfen waren. Da möchte ich aber noch einen Punkt ergänzen, weil Herr Lauterbach bestritten hat, die Motivlage von CDU-CSU. Das ist sehr naiv, Herr Lauterbach. Sie sollten mal sehen, was ist seit 1996 geschehen bis heute unter dem Siegel der jetzt der Deutschen Stiftung Patientenschutz, früher Stiftung Hospizstiftung, die hat seit 1996 in jedem Fall, in welchem diskutiert worden ist, ob man Sterbehilfe zulassen solle oder nicht, sich öffentlich geäußert. Und wenn man dann nun recherchiert, wer hinter dieser Stiftung steckt, dann ist es ein Werk der Malteser. Die Malteser verdienen Geld mit dem Krankentransportdienst und mit Heimen, mit Krankenanstalten. Und wenn man schaut, wer es im Stiftungsrat dieser Stiftung, dann finden Sie dort den Michael Wirz, ein Inhaber der Grünenthal Chemie, Gott der Darmkinder, die verdienen machen über 50% ihres Umsatzes mit Schmerzmitteln und sind daran interessiert, diesen Umsatz auszuweiten. Und im Stiftungsrat sitzt auch Eugen Münch, der Gründer der Röhl Klinikum AG, eine Krankenhauskrake in Deutschland, die marode deutsche Krankenhäuser aufkauft, die rationalisiert, die Pflege runterschraubt, die Löhne runterschraubt und die Gebühren raufschraubt und sehr viel Umsatz macht. Das ist und wenn man zusätzlich sieht, dass die Zahlen, die die Stiftung selber veröffentlicht hat, in sich nicht konsistent sind, sondern dass da Gelder woanders hinlaufen, als wo sie hinlaufen sollten. Und wenn man darüber hinaus sieht, dass diese Stiftung während der ganzen Zeit ihres Bestehens keinen müden Euro an Betriebskosten von Hospizen bezahlt hat. Sie hat zugegeben in einem Gerichtsverfahren vor Landgericht Hamburg, dass ihre Subventionen ausschließlich für Hospizprojekte ausgegeben worden sind. Warum? Weil Hospizprojekte bieten neue Umsatzpunkte für die Pharmaindustrie. Das muss man wissen, aber das verschweigt die deutsche Presse. Aber wir wollen ja jetzt über Suizidhilfe sprechen. Wir wollen das nur klarstellen. Also die Motivlage muss klar sein. Ganz genau. Ich sage mal, die Dignitas Schweiz überprüft, sprich mit den Patienten verhindert Suizide. Herr Lauterbach, warum wollen Sie so einen Pluralismus nicht zulassen? Warum soll es nicht auch Vereine geben, die sowas dann machen? Und warum soll es für die Ärzte machen? Oder was können Ärzte besser als die Vereinigung? Das ist eine berechtigte Frage. Ich wollte uns eben nicht unterbrechen. Ich wollte mich nur anmelden. Das ist ja eine Wortmeldung. Diskussion ist ja mehrmals hier auch aus dem Punkt gekommen, wir können ja alles so lassen, wie es ist. Schlecht ist der Zustand ja gar nicht. Das hat Frau Sitte vorgetragen, wenn ich es richtig verstanden habe, und sogar argumentiert, dass sie selbst, wenn sie nicht an der Gesetzgebung fürchten würden, gar keinen Gesetzvorschlag gemacht hätten. Und so habe ich auch sie verstanden. Das ist aber nicht meine Einschätzung. Die jetzige Situation ist die, dass die Gruppe, die aus meiner Sicht bei der Sterbehilfe sowohl in besonderer Verantwortung ist, als auch einen besonderen Beitrag zur Suizidprävention leisten könnte, nämlich wir Ärzte, uns ist es verboten. In den meisten Kammerbezirken, in 11 von 16 Kammerbezirken, ist es uns schlicht und ergreifend untersagt bei der Androhung des Verlustes der Approbation.
Und das hat also sehr große Wirkung. Das machen da ja sehr wenige. Das ist ganz klar, selbst wenn man vor Urteil auf ist, weil man noch sanktioniert werden kann, wenn man den Kammerbereich gewechselt hat. Somit ist das eine sehr wirksame Bedrohung für die Ärzteschaft. Das halte ich nicht für richtig. Ich bin nicht der Meinung, dass die Bundesärztekammer durch die Musterberufsordnung das überhaupt uns vorschreiben darf. Und zum Zweiten ist es auch ein großes Problem, also für diejenigen, die nicht in Vereinen Mitglied sind und plötzlich in eine solche Situation kommen, wo sie aus meiner Sicht vollkommen nachvollziehbar den Suizidwunsch haben. Sagen wir mal, der krebskranke Mensch, der nie darüber groß nachgedacht hat, wie sein Lebensende gestaltet wird, der von den Vereinen nie etwas gewusst hat, der auch plötzlich in einer Situation ist, wo er einfach diesen Tod aus seiner Sicht bei Kenntnis der Möglichkeiten der Palliativmedizin nicht als würdevoll erlebt, der auch nicht will, dass andere Menschen, die er schätzt, die er liebt, dass sie ihn so sterben sehen. Dieser Mensch muss eine Möglichkeit haben. Und zwar ohne komplizierte, oft kann dieser Mensch das Krankenhaus nicht mehr verlassen. Das ist oft nicht mehr möglich. Und das ist der Grund, weshalb ich glaube, dass Ärzte dort einen humanistischen Beitrag leisten können und sollten. Und daher bin ich nicht der Meinung, dass wir ohne eine Veränderung uns bedient sind. Ich glaube, wir brauchen eine Veränderung zugunsten der Ärzteschaft. Ich sage mal nachhaken, das ist ja, also das verstehe ich ja. Aber das Standesrecht können die Ärzte ja selbst in den Präsidenten abwählen oder so. Okay, das ist das eine. Das andere, aber die Frage ist ja, warum darf es dann nicht zusätzlich, und ich kann auch verstehen, dass vielleicht nicht alle Menschen einfach beitreten möchten, um dann eventuell Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen, aber die Frage ist, warum sollen es mit den Ärzten, soll es mit den Ärzten erlaubt sein und warum sollen die Vereine verboten werden? Zunächst einmal ist es nicht so, dass das Standesrecht ein entsprechendes Gesetz trumpfen könnte. Das heißt, das Gesetz, was wir jetzt vorbereiten, also Kollege Hinze von der CDU und ich, ist ein solches Gesetz, was es der Ärztekammer nicht mehr möglich machen würde, also die Sterbehilfe unter bestimmten Bedingungen unter Strafe zu stellen. Auch nicht, also den Approbationsentzug androhen könnte. Das ist der Grund, weshalb wir dieses Gesetz überhaupt machen wollen. Und also daher nicht so, dass zum Schluss dann doch noch die Kammer entscheidet, sondern wir würden das natürlich recht sicher so regulieren, dass diese Möglichkeit nicht mehr besteht. Und weshalb die Vereine nicht verbieten? Naja, wenn wir hier ein Angebot schaffen, wo Ärzte, ohne dass man grünes Licht von irgendjemandem benötigt, ohne dass man irgendwo Mitglied sein muss, ohne dass man sich lange vorher mit der Frage beschäftigt haben muss, über Jahre hinweg zum Beispiel, wenn man, also wenn jeder im Prinzip grünes Licht hat, wenn jeder weiß, dass er für den Fall der Fälle diese Möglichkeit hat, dann sind aus meiner Sicht schlicht die Sterbehilfevereine nicht mehr notwendig. Ich bin aber nicht der Meinung, dass man sie kriminalisieren sollte. Das ist einfach eine andere Art, die Sterbehilfe zu organisieren. Ich bin auch unverständlich, ich habe dafür bestimmte Gründe so zu sehen. Ich weiß zum Beispiel, dass also es gibt zwar Patienten, wo ein Nichtarzt, also die medizinischen Hintergründe, also des Sterbewunsches nicht so leicht erkennt. Ich bin ganz simples Beispiel, Menschen nach einem Schlaganfall haben sehr häufig eine Depression. Diese Depression, zwei Drittel der Menschen nach einem Schlaganfall haben eine Depression. Aber diese Depression zeigt sich anders als die Depression bei einem Menschen, der keinen Schlaganfall. Das ist eine besondere Form, eine besondere, wie wir jetzt wieder sagen, eine Präsentation der Depression. Das würde man so nicht erkennen, das ist traurigerweise auch so, dass manche Hausärzte die Depression über lange Zeit übersehen. Das ist ein Sonderproblem. Aber es ist auf jeden Fall sehr schwer möglich für denjenigen, der diese Ausbildung nicht hat. Und ich verknüpfe daher die Idee, dass wir die Ärzte stärker ins Spiel bringen, auch mit dem Gedanken, dass wir die Ärzte stärker ausbilden, wie der Sterbehilfewunsch zu verstehen ist, wie man vermeidbare Suizidversuche also unterbinden kann, dass man in die Fläche gehen kann mit einer guten Aufklärung, aber auch den Menschen hilft, wo der Sterbehilfewunsch abdenkbar ist. Und da gibt es auch international gute Erfahrungen. Ich habe selbst etwa 10 Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt und bin sehr gut, also sagen wir, vertraut mit dem System in Oregon, womit ich mich auseinandergesetzt habe.
Und auch dort sind es sehr häufig Ärzte, die im Prinzip bei der Implementierung der Sterbehilfe Anliegenshilfe leisten. Das bedeutet übrigens nicht, dass Sterbehilfe für alle keine Funktion mehr hat. Also vieles von dem, was Herr Kusch eben vorgetragen hat, beispielsweise, was Sie, glaube ich, eine enge Patientenverfügung genannt haben. Das halte ich für sehr sinnvoll. Nur einfach so einräumen. Wir brauchen wir brauchen die Unterstützung bei der Abfassung von Patientenverfügungen. Wir brauchen eine Aufklärung über die rechtlichen Möglichkeiten, die es gibt. Also somit Sterbehilfevereine halte ich grundsätzlich nicht für verbietenswürdig im Sinne einer strafrechtlichen Sanktion. Aber ich bin der Meinung, dass die eigentliche Sterbehilfe durch Ärzte zu leisten ist und dass die bei 120.000 niedergelassenen Ärzten diese pro Jahr zusammenkommenden vielleicht 400 Fälle durch eine große Gruppe in diesen Bereichen auch engagierten Ärztinnen und Ärzten zu leisten ist. Das wäre aus meiner Sicht eine Verbesserung der Situation zum Status quo, ohne dass ich damit die Arbeit der Sterbehilfevereine in irgendeiner Weise diffamieren möchte oder diskriminieren möchte. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, das ist nicht mein Anliegen, aber ich persönlich plädiere für eine Verlagerung der Sterbehilfe in die Fastärzte. Herr Kusch, was sagen Sie? Herr Lauterbach hat gemeint, Sie genießen Bestandsschutz unter gewissen Voraussetzungen, dass Sie ein bisschen Ihre Tätigkeit ändern, dass Sie, vielleicht noch Erklärungen helfen abzufassen, also einzeln zu ernst machen. Wenn man jetzt Ihre Jahresberichte, Ihre einmal vorliegende Dokumentationen auch durchliest, dann kann man sich tatsächlich fragen, haben Sie, das ist ja auch die Kritik, die kam, ne? Sie arbeiten zwar mit Ärzten zusammen, man weiß aber gar nicht, wer sind diese Ärzte, man weiß nicht, haben sie wirklich überprüft, ob da keine Depression vorliegt, was Herr Lauterbach da anführte, bei den Menschen, die sich dann das Leben nehmen wollten. Können Sie da noch ein bisschen mehr Transparenz schaffen, ist das wirklich? Ich möchte eine Besonderheit erwähnen, damit für alle Zuhörerinnen und Zuhörer eine Struktur klar wird, die möglicherweise auch nicht im Publikum völlig klar ist. Minette und ich verbindet die Doppelfunktion, dass wir Vorsitzende von zwei Vereinen sind. Sowohl Minette ist Vorsitzende eines Schweizer Vereins und eines deutschen Vereins und ich bin genau parallel Vorsitzende eines deutschen Vereins und eines Schweizer Vereins. Damit endet die Parallele einfach auch schon. Denn der Verein Dignitas, dessen Vorsitzender Minelli ist, leistet Sterbehilfe ausschließlich in der Schweiz. Unterliegt in der künftigen Struktur künftiger Sterbehilfefälle ausschließlich der Schweizer Gesetzgebung. Vielleicht noch irgendwelche kantonaler Bestimmungen des Kantons Zürich. Und unser Verein leistet ausschließlich Sterbehilfe in Deutschland. Das heißt, die einzige Organisation, die von einem Verbotsgesetz betroffen wird in der praktischen Ausübung, nicht so in der formalen Frage, der Verein von Minelli in Hannover wird auch betroffen durch ein Verbotsgesetz, aber für die Mitglieder von Dignitas wird sich in der praktischen Durchführung der Sterbehilfe gar nichts ändern, weil sie sowieso schon heute ausschließlich in die Schweiz müssen, um Sterbehilfe zu bekommen. Das Verbotsgesetz, das im Bundestag diskutiert wird, übrigens der linke Kollege hat eindeutig in einer Pressekonferenz gesagt, dass er für ein Verbot organisierte Sterbehilfe ist. Zwar nicht in ihrem Entwurf niedergelegt, aber da wollte er dann zurückgreifen auf die Verbotsgesetze anderer Parlamentarier. Der einzige Verein, der in seiner Substanz getroffen wird und seine Arbeit nicht so fortsetzen kann, wie er sie bisher 5,5 Jahre geleistet hat, ist unser Verein. Und so ist es zum Beispiel eine kleine Petitesse, die aber gesetzgeberisch nicht unwichtig ist. Im Bundestag wird meistens von den Sterbehilfevereinen, den obskuren oder wie auch immer beschriebenen Sterbehilfevereinen gesprochen. Und wenn Sie mal schauen, wer denn diese Sterbehilfevereine sind, deren Arbeit zerstört werden soll, ist es genau einer, nämlich unser Verein Sterbehilfe Deutschland. Dessen Arbeit soll zerstört werden. Wir schreiben, anders als alle Sterbehilfevereine der Welt, jedes Jahr ein ausführliches Buch, in dem wir alle Fälle einzeln dokumentieren. Mir ist nicht bekannt, ob irgendeine Einrichtung, ob medizinische, psychologische, soziale Struktur ein solches Maß an Detailtransparenz schafft wie unser Verein. Sie können jeden der Fälle bei uns einzeln nachlesen und können dann über den einzelnen Fall diskutieren, ob Sie das richtig finden, dass wir uns nach oder das ablehnen. Und
wir sind für Kritik immer offen. Wir haben unsere ethischen Grundsätze schon zweimal geändert, weil wir durch Erfahrungen innerhalb des Vereins festgestellt haben, dass wir einzelne Nuancen etwas anpassen müssen. Ja, aber die Frage ist ja, warum ist es so wenig trotz der Dokumentation noch ein leichtes, vergleichsweise intransparent, also noch links nicht offen, wer sind die Ärzte, mit denen sie konkurrieren, reicht es aus, nur die Willensfreiheit zu überprüfen, der Sterbewilligen, wie überprüfen sie das, schließen sie aus, dass da keine Depression sind, das sind ja die Ängste. Also ich muss nochmal sagen, die Depression als solche ist kein absoluter Ausschlussgrund der Einsicht und Willensfähigkeit. Das können Sie bei uns in unseren Büchern falsch verstanden haben. Genauso wie ein Arzt hier im Publikum ist, der öffentlich sich dazu bekennt, Sterbehilfe zu leisten, arbeiten wir mit einem anderen Arzt zusammen, der sich ebenfalls öffentlich dazu bekennt, Sterbehilfe zu leisten, bewahrt das Geld Dr. Schüler aus Dublin. Und dann arbeiten wir mit 5 weiteren Ärzten zusammen, die wir aus den Gründen nicht beim Namen nennen, die Herr Lauterbach gesagt hat. Denn wir haben im Gegensatz zu Herrn Lauterbach keinerlei Sorgen, dass denen die Approbation entzogen werden könnte, weil wir das für rechtlich unmöglich halten. Die Approbation wird nicht von Ärztekammern entzogen, sondern von der staatlichen Aufsichtsbehörde. Und die staatliche Aufsichtsbehörde ist an die allgemeinen Gesetze gebunden. Also da wird immer so ein bisschen Gespenst aufgezeigt, dass gar nicht so schlimm ist mit dieser Approbation. Nur das ganze Verfahren, die ganzen Unannehmlichkeiten sind für diese Ärzte eine Zumutung. Und Herr Spittler betätigt sich überwiegend für unseren Verein. Die anderen Ärzte, die mit uns zusammenarbeiten, haben eine ganz normale Praxis nebenher und arbeiten mit uns vertrauensvoll zusammen, aber unter der Voraussetzung, dass wir keine Zeitungsanzeige schalten und die Namen dieser Ärzte einzeln erwähnt werden. Unser Verein hat, ich habe es vorhin gesagt, 193 Fälle von Suizidbegleitung organisiert. Das waren 193 ärztlich begleitete Fälle. Es gibt bei uns keine Suizidbegleitung, bei der nicht der Arzt der Entscheidende ist, über die Suizidbegleitung zu entscheiden. Und ob die 2 Becher, die bei uns getrunken werden, im Gegensatz zu dem einen Becher in der Schweiz, ob die 2 Becher von der Ehefrau, von einem Krankenpfleger oder von einem Arzt selber ans Bett gestellt werden, ändert doch nichts daran, dass es eine ärztliche Maßnahme ist. Und erlauben Sie mir, Herr Lauterbach, ich möchte die Gelegenheit nutzen, wo ich Sie jetzt hier auf dem Podium habe, Ihnen eine persönliche Frage zu stellen. Sie haben in einem Gespräch mit Herrn Kauder und über den Herbst letzten Jahres von einem Bild am Sonntag, der dazu die Frage bekommen, würden Sie denn selbst Sterbehilfe leisten? Und da haben Sie geantwortet, ja, unter schweren, in schweren Fällen oder wenn es eine derartige Krankheit ist, würde ich tun. Und ich frage Sie, wissen Sie denn, wie es geht? Sie sind doch Arzt, Sie haben es heute auf dem Podium doch betont. Wüssten Sie, wenn aus dem Publikum jemand Sie bittet, leiten Sie mir bitte morgen Sterbehilfe, wüssten Sie, wie es geht? Zu allen drei Fragen. Zunächst einmal, ich habe nicht also angedeutet, und das ist meine Meinung, dass jeder depressive Mensch nicht also einwilligungsfähig ist oder nicht also den Sterbehilfewunsch artikulieren darf und den dann auch erfüllt bekommen sollte. Aber lediglich darauf hingewiesen, dass unter bestimmten Bedingungen eine behandelbare Depression vorliegen kann und wenn ich diese dann behandle, kann es sein, dass der Sterbehilfewunsch nicht mehr besteht. Und habe dafür das Beispiel des Schlaganfalls. Wenn derjenige die Depression dann weiter hat und sagt, was er will, Sterbehilfe, dann sehe ich damit kein Problem. Also ist es nicht so, dass ich so mit demjenigen, der eine Depression hat, das Recht abspreche, entweder einen selbstvollzogenen Suizid zu exekutieren oder die Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Ich weise nur darauf hin, dass es möglich sein kann, diesen Wunsch wieder abzuwenden, indem die Depression schlicht behandelt wird. Und das sehe ich erst mal. Der zweite Punkt, den Sie also angesprochen haben, was war der zweite Punkt? Ich habe Sie gefragt. Zu dem komme ich auch gleich. Was war der zweite Punkt? Die Ärztekammer. Ach, die Ärztekammer, ganz genau. Die Kammer, ich habe nie also vorgetragen, dass die Ärztekammer die Approbationen erzielen kann. Das ist ganz klar. Das machen die jeweiligen Bezirksregierungen und die also Kammer kann dafür nur die Anregung geben. Sie kann noch nicht einmal das Verfahren einleiten. Ob das Verfahren eingeleitet wird, entscheidet die entsprechende Bezirksregierung jeweils autonom. Die Kammer kann nur die Empfehlung aussprechen. Mein Punkt, und so hatte ich mich auch artikuliert, war der, dass dies für sehr viele Ärzte abschreckend wirkt. Ne, das ist ganz klar, weil das damit einhergehende Verfahren ausgesprochen schwierig ist.
und weil die Sanktionen, die sonst ergriffen werden können, von der Kammer unabhängig von der, vom Entzug der Approbation von Ärzten also in der Praxis als sehr gravierend empfunden werden. Daher ist die abschreckende Wirkung hier sehr bedeutsam und führt dazu, dass sehr, sehr wenige Ärzte bereit sind, die an der Sterbehilfe in irgendeiner Weise zu beteiligen, und Sie haben es selbst gerade also noch einmal belegt, wenn Sie gesagt haben oder darauf hingewiesen haben, dass die Ärzte, die für Sie tätig sind, aus Angst vor Sanktionen, also sich nicht zu diesem, also zu diesem Tun bekennen. Und das halte ich für einen nicht akzeptablen Umstand. Ein Arzt, der Sterbehilfe leistet, aus humanistischen Gründen, muss das öffentlich tun können. Das ist niemand, der sich verstecken muss. Das ist ein Anliegen, wo er Menschen hilft, und dafür muss man nicht irgendwo sich hinter, sagen wir mal, Vereinsstruktur verstecken. Der dritte Aspekt ist, ja, ich wusste, wie man es tut. Ich habe viele Jahre lang in einer Notfallambulanz, also schon während meines Studiums, gearbeitet. Ich habe auch Patienten beispielsweise behandelt, deren Suizidversuch misslungen ist. Ich erinnere mich an einen Mann, der einen Tennisplatz gebaut hat, eine Tennisanlage, und sich finanziell übernommen hat. Er hat sich in den Kopf geschossen, er hat es überlebt. Und es war ein, also es ist schlimm gewesen in dem Sinne. Da habe ich mich damit beschäftigt. Ich habe mich damit beschäftigt, wüsste, wie man es tut, aber ich könnte dieses Urteil also äußern, dass ich bereit wäre, es zu tun, selbst wenn ich nicht wüsste. Sterbehilfe oder Suizidhilfe? Sterbehilfe kann ja wahrscheinlich jeder Arzt, aber Suizidhilfe wüsste ich auch, und zwar deshalb, weil ich mich noch einfach mit der Thematik näher beschäftigt habe. Aber es ist nicht so, dass ich mich so nicht äußern dürfte, wenn ich es nicht getan hätte. Dann nehme ich für mich in Anspruch, dass ich es rechtzeitig, wenn ich jemandem helfen wollte, dass ich es rechtzeitig erlernen konnte. Ein Beispiel, wenn ein eventueller Lebenspartner von mir dies also in Zukunft wünschen würde, würde ich es mir als Arzt zutrauen, obwohl ich mich noch nicht damit beschäftigt habe, dass ich es schaffe. Und somit also wäre ich vorsichtig also mit der also Andeutung, die Sie machen, dass es nur die Ärzte sind, die, sage ich mal, sehr viel Erfahrung mit der Sterbehilfe haben, die es tun sollten, die es machen sollten. Dann können wir tatsächlich diesen Vorschlag, den ich vorgetragen habe, nicht verfolgen. Aber wenn ich den Ärzten, die hier aktiv werden wollen, auch etwas an die Hand gebe, wenn ich helfe, wenn ich beispielsweise auch Medikamente zur Verfügung stelle, das ist nicht nur pentobarbital-basiert, Fahrgekommen, so auch andere Medikamente, wenn ich Medikamente zur Verfügung stelle, die hier hilfreich sein können, dann könnte dies also gelingen. Das ist natürlich richtig, das ist ja Ihre Kritik, dass derzeit viele Ärzte dazu nicht in der Lage wären und auch das nicht wollen. Aber das wäre eine Struktur, die aufzubauen wäre, und das, glaube ich, ist auch unsere Pflicht. Was ich mal vorgegangen mit einem Problem aufräumen. Wir kennen unsere Entwürfe gegenseitig noch nicht. Also mein letzter Stand war bei dem Entwurf, den Sie gedenken, im Bundestag vorzulegen, dass zunächst erstmal die Sterbehilfe verboten wird und eine Ausnahme, die Suizidhilfe und eine Ausnahme definiert wird. Unser Entwurf geht nicht davon aus, dass verbandliche Begleitung ohne ärztliche Begleitung erfolgt. Das kann man wohl auch gar nicht tun, und das tut auch keiner der Verbände, die schon existieren. Also die Ärzte müssen dabei sein, immer. Es ist eine ärztliche Begleitung dabei, genau, eine Bewertung. Es ist die Frage zu klären, ob der Wunsch frei und selbstbestimmt erfolgt und so weiter. Es muss eine Dokumentation erfolgen und dergleichen mehr. Und insofern ist es für uns sozusagen, für die Verbände eher nochmal eine Rechtssicherheit gegeben, die mit dem Gesetzentwurf erfolgen soll. Ich würde gerne noch zu einigen anderen Punkten was sagen, bezogen auf die Ärzteschaft selber. Also erstens würde ich mal darauf verweisen, dass es ganze Regionen in der Bundesrepublik Deutschland gibt, in der Sie vermutlich gar keinen Arzt finden werden, der Sie dabei begleitet oder unterstützt. Weil fast alle Einrichtungen, in denen die Ärzte arbeiten, beziehungsweise auch mit Blick auf ihr gesellschaftliches Umfeld,
so liegen, dass sie konfessionell gebunden sind und dass sie natürlich auch eine ganze Reihe von Problemen zu erwarten haben, wenn sie sich in solch einem Umfeld dafür entscheiden, hier aktiv zu werden. Und bei den Einrichtungen ist es ja derzeit zum Teil eben auch arbeitsvertraglich geregelt. Wir hatten so ein Problem bereits bei der Pille danach, dass Frauen kilometerweit, stundenlang fahren mussten, um überhaupt einen Ansprechpartner zu finden für ihr Problem. Und das muss man sicher mit in Rechnung stellen. Dann würde ich gerne nochmal sagen, ich glaube manchmal nicht, das Problem ist nicht der Betroffene oder die Betroffene, sondern das Problem sind die Ärzte. Wer kann eigentlich hier loslassen? Und bei den Betroffenen ist es eben auch manchmal so, dass sie eine Phase erreichen, in der das Leben für sie eben nicht mehr als Bedrohung, sondern der Tod, umgekehrt der Tod nicht als Bedrohung empfunden wird, sondern als Erlösung. Und da ist die Frage des Arzt-Patienten-Verhältnisses, was gehört denn eigentlich auch zu meiner ärztlichen Fürsorgepflicht zu bestimmen, nämlich den Patienten auch in seinem Wunsch und in seinem Selbstbestimmungsrecht zu unterstützen. Wir haben das ja in dem Fall der Patientenverfügung eh schon angefangen. Und Sie da ist das Grundgesetzrecht auch auf Suizidhilfe, oder wie? Ich bin für das Selbstbestimmungsrecht von Menschen. Und wenn ich das für mich so entscheide, dann möchte ich nicht, dass jemand mir mein Recht nimmt, über mein Ende zu entscheiden. Ich soll sozusagen nach den Lebensarten dieser Gesellschaft mein ganzes Leben individuell und selbstbestimmt eigenverantwortlich gestalten. Und genau in dem Moment, wo ich für mich in Anspruch nehme, auch meine letzte Phase des Lebens für mich zu gestalten, soll plötzlich eine andere Bewertung erfolgen. Und ich glaube nicht, es fehle, dass das abgedeckt ist durch das Grundgesetz. Nein, also wir wollen nicht die Ärzte dazu verpflichten, dass ein Arzt. Nein, natürlich nicht. Das ist doch ganz klar. Das ist auch in unserem Gesetzentwurf so festgehalten, dass man niemanden dazu verpflichten kann. Aber man kann es auch niemandem verbieten, der sich dazu bereit erklärt. Und auf die würden ja dann auch die Verbände zurückgreifen können, sowohl die existierenden als auch wir mit unserem Gesetzentwurf. Und das ist für mich ein echtes Problem, dass in dem Moment, wo in der Bundesrepublik Deutschland eine gesellschaftliche Debatte über Sterbehilfe stattfindet, ganze Aktionswochen stattfinden unter dem Dach verschiedener Kirchen, die sozusagen dafür sorgen sollen, dass Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, in eine Situation kommen, dass sie a. die Botschaft bekommen, hier gibt es keine Hilfe, b. wir akzeptieren diesen Wunsch nicht und c. wir sind jene, die bestimmen, wer über Anfang und Ende des Lebens zu entscheiden hat. Und ich will, dass in diesem Land verschiedene ethische Vorstellungen, hier Sinnwelten gelebt werden können. Und wir brauchen im Bundestag kein Verbot, Leute, die das für sich aus ihrer ethischen Überzeugung heraus eh nicht in Betracht ziehen, die brauchen auch keine Verbotsentscheidung durch den Gesetzgeber. Aber die, die es für sich in Betracht ziehen, werden in ihren Grundrechten beschnitten, wenn wir einen solchen Verbotsantrag im Bundestag beschließen. Die Wünsche geäußert haben, die gesprochen haben, beraten haben und so. Brauchen wir, also soll es ganz selbstverständlich dann so einfach jeder sagen können, ich möchte, dass du dann geschiedest, oder braucht man dann doch gewisse Kriterien? Also meine persönliche Überzeugung ist die, dass natürlich das Recht auf Suizid gibt, aber es kein Recht auf Suizidhilfe geben kann. Das mag jetzt hier nicht deutlich ankommen, aber aus bestimmten Gründen, auch wie ich selber erfahre, darin sehe ich auch ein bisschen das Problem von Suizidhilfe Gesellschaften, weil wenn ich da Mitglied geworden bin, dann kommt noch sowas wie eine Anspruchshaltung auf. Das ist alles gut und richtig, aber für unseren Verband gilt da etwas anderes, und ich bin selber als Referent in Lebenshilfe da heilfroh, dass uns natürlich kein Anspruch da ist, sondern wir völlig ergebnisoffen an die Dinge herangehen können, und ich weiß auch dann in Einzelfällen, wie Suizidbegleitung abläuft. Das ist nämlich auch auf verschiedenen Schultern durchaus, das müssen Sie sich das vorstellen. Dass da der Arzt die ganze Zeit dabei sein kann, ist für mich eine Illusion. Das ist nämlich sehr, sehr zeitintensiv. Und ich nehme da das Modell der Hospizbewegung, und ich würde mir wünschen, dass es ähnlich wie diese erfolgreiche Laienbewegung
denn im Hospizbereich, also durchaus ehrenamtliche oder von mir aus auch Angehörige gibt. Also alleine mal die Tatsache, dass ich da stundenlang, ich selber habe es auch erlebt, da ist das Wochenende weg, ja, welcher Arzt dann sich da hinsetzt. Es ist die Vorbereitung, es ist die Beratung, es ist die Trauerbegleitung, das ist auch der Leiche, es ist der Totenschein. Also nach meiner Erfahrung, die paar Suizide, die ich begleitet habe von jetzt 25 Jahren, ist das immer auf verschiedene Schultern verteilt. Ne? Also bis hin zu einem Arzt, der vielleicht ein Rezept ausstellt, ist aber nicht der einen Totenschein ausstellt oder dergleichen. Also muss man sich das erstens in der Praxis vorstellen. Herr Lauterbach, ich finde Ihren Ansatz natürlich hervorragend. Ich glaube, dafür werden Sie auch viel Applaus ernten, weil wir ja das Paradoxon haben. Aber Sie können da nicht einfach so wegkommen. Da sind ein paar Unstimmigkeiten bei Ihnen. Gesagt, die Ärzte das in dieser Breite gar nicht leisten können. Ja. Das ist auch wieder ein Gesundheitssystem, dass das, was damit verbunden ist, durch den Vorstand von Herrn Lauterbach. Okay, das kommt dann auch als Frage dazu. Aber ich habe andere Aspekte, die mich da stellen. Also zum einen, es gibt ja diese Landesärztekammerverbote in der Mehrzahl der Landesärztekammer noch nicht allzu lange. Ich weiß nicht, Sie sagten, glaube ich, Herr Kusch, dass das irgendwie was Gespenstisches hat, und das sehe ich auch so. Also früher, als es das Verbot nicht gab, haben wir auch nun gerade nicht massenhaft die Ärzte Suizidhilfe geleistet. Also das ist hier stört, dass man dagegen etwas machen will, dass die Landesärztekammern diese Sanktionen da eingeführt haben, verstehe ich ja. Aber da ist schon der erste Punkt. Was soll die Bundesregierung jetzt da bewegen und in welcher Form? Um die Landesärztekammer da auf einen anderen Weg zu bringen. Und dann, Sie waren in den USA, das Modell Oregon, ist ja für das, was Ihnen vorschlägt. Das möchte ich hier in Deutschland nicht haben. Warum nicht? Das sind ganz strenge Kriterien, wie sich in Oregon, das ist also höchstens, soweit ich weiß, nur ein paar Monate Lebensdauer, also deshalb sage ich ja palliativ, Patienten oder wenn wir jetzt haben, zwei Ärzte müssen unabhängig voneinander noch ein Gutachten erstellen. Ich weiß nicht, welche Sorgfaltskriterien Sie im Kopf haben, da frage ich mich dann auch. Andere sagen, zum Beispiel auf der Ethikrat, es soll doch ein vertrauensvolles Arzt-Patienten-Verhältnis geben. Da frage ich mich jetzt, was ist mit dem vertrauensvollen Hausarzt, der einen sehr hochbetagten, chronisch krank, multimorbiden, der nicht weniger leidet als ein Krebspatient im Endstadium, der dem jetzt hilft, ohne diese Sorgfaltskriterien, die wir aufstellen wollen, nach dem Modell Oregon, vielleicht auch ein bisschen andere, aber es geht ja in die Richtung. Was ist denn dann mit dem? Soll der dann strafbar werden? Oder? Das ist nicht etwas. Ja, okay. Also das darf ich das vollständig sagen, weil Sie sagen, dass die erfasst, das stimmt nicht. Also bei unserem Antrag macht sich ja niemand strafbar. Es ist ja keine Strafbewährung. Ich habe ja eben ausgeführt, eine Handlung, die der Einzelne vollziehen darf, ohne sich strafbar zu machen. Dabei darf ich auch helfen. Das ist unsere Rechtsauffassung. Und damit ist es nicht so, wie Sie gerade gesagt haben, dass es nicht erfasst, sondern der zweite Punkt ist, die Abgrenzung zum Modell Oregon wäre jetzt sehr kompliziert. Ich hatte eben das Beispiel Oregon erwähnt, um darauf hinzuweisen, dass ich mich sehr früh mit dem Thema beschäftigt habe. Aber jetzt abzuleiten, dass das, was wir wollen, also das Oregon-Modell in Deutschland ist, das wäre falsch. Es würde aber jetzt auch zu weit führen, sagen wir mal, das genaue Oregon-Modell zu diskutieren, weil da müsste man weit ausholen, aber das Oregon-Modell hat ebenfalls große Schwierigkeiten. Der dritte Punkt war, dass nur Palliativpatienten in Deutschland, also der Vorschlag, den wir derzeit gemacht haben, weil ein Kriterium sieht vor, dass also derjenige eine unheilbare und zum Tod führende Krankheit haben muss. Aber es gibt natürlich sehr viele unheilbare, zum Tod führende Krankheiten, die keine Palliativmedizin jemals notwendig machen oder zu dem Zeitpunkt nicht notwendig machen. Somit also ist es also häufig so, dass die Palliativmedizin zum Tragen kommt bei Menschen, die eine zum Tod führende unheilbare Krankheit haben. Aber es ist nicht umgekehrt häufig so. Die Gruppe derer, die eine unheilbare zum Tod führende Krankheit haben,
ist sehr viel größer als die Gruppe, die jemals für die Palliativmedizin in Frage kommt. Ich weiß nicht, was mit Medizin ist. Somit ist das eine vom anderen Sprengchen. Frau Sippe, Sie haben aus meiner Sicht, also bei Ihren Ausführungen, drei Dinge, die nicht ganz, also eins war also Fehler und zwei Dinge waren nicht korrekt. Also ein Fehler ist, im Bundestag gibt es wirklich nur einen Außenseiterantrag und das ist der Antrag von Herrn Sensburg, wo ich aber nicht einmal glaube, dass der genug Stimmen haben wird, um überhaupt als Gruppenantrag nachher eingebracht zu werden. Der will die Sterbehilfe, die Hilfe zum Suizid, will er verbieten. Er will sie grundsätzlich verbieten. Dieser sehr radikale Antrag wird meines Erachtens noch nicht einmal die notwendige Stimmenzahl haben, um als Gruppenantrag eingebracht zu werden. Wenn er sich, Widerspruch zu mir? Ich sagte nicht, dass der Widerspruch also zu Ihnen liegt, sondern ich sagte, Sie haben es etwas also irreführend dargestellt. Sie haben es dargestellt, als wenn im Bundestag also die Mehrheit der dort mit dem Thema beschäftigten Abgeordneten sich mit dieser Frage beschäftigen würden, verbieten wir die also Beihilfe zum Suizid. Das ist nicht so, sondern selbst bei den Unionsanträgen, Brand und so weiter und so fort, geht es darum, wer darf das dann noch machen. Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist eine ganz kleine Gruppe, die sozusagen die Beihilfe zum Suizid verbieten will. Die zwei Punkte, die aus meiner Sicht also nicht richtig waren, oder der eine Punkt war nicht richtig, der andere Punkt ist nicht logisch. Wenn Sie argumentieren, dass es nicht genug Ärzte gibt, die also überhaupt bereit sind, das zu machen, um das Angebot in der Fläche darzustellen, das ist zum einen aus meiner Sicht falsch, weil es eben nur 500 Fälle sind und wir wissen aus Befragen von Ärzten, dass, dass die Zahl der Ärzte, die bereit sind, Sterbehilfe zu assistieren, dass diese Zahl sehr hoch ist. Somit glaube ich, dass das schlicht empirisch falsch ist. Aber wenn es richtig wäre, hätten Sie das gleiche Problem, denn Sie haben zwei, drei Sätze vorher selbst ausgeführt, dass auch bei Ihnen die Sterbehilfe nur vollzogen werden kann durch den Arzt. Das heißt, Sie sind auf dieselben Ärzte, die Sie nicht haben, angewiesen wie wir. Wobei ich das habe ich nicht gesagt. Ja? Ich habe gesagt, mit ärztlicher Begleitung. Gut, das heißt nicht, dass der Arzt liegt. Gut, dann lassen Sie es mich anders ausdrücken. Bei ärztlicher Begleitung, ich glaube, dass es sehr schwer sein wird, zu argumentieren, Sie haben in der Fläche genug Ärzte, die ärztliche Begleitung machen. Aber die Sterbehilfe selbst, also den assistierten Suizid, nicht durchführen. Diese Unterscheidung zu treffen, würde auf jeden Fall auf der Grundlage uns vorliegender Daten niemals möglich sein. Wir haben keine Befragung, die mir bekannt wäre, ich beschäftige mich intensiv mit dem Thema, die differenziert fragt, sind Sie als Arzt bereit, bei der Sterbehilfe zu assistieren oder sind Sie bereit, selbige zu begleiten? Sehr viele Ärzte kennen den Unterschied. Also das können wir vielleicht gerade Herrn Busch fragen, weil er aus der Praxis kommt bzw. die Praktika kennt. Gibt es denn gibt es nun Ärzte, die bereit sind, auch wenn Sie jetzt den Namen nicht nennen können, auch in der Fläche, aber auf dem Land? Ja, da kann ich nur vorsichtig zustimmen. Das ist der grobe Einschätzungsfehler von Ihnen, Herr Lauterbach. Sie argumentieren statistisch und wissen zum Beispiel nicht, dass wir als Verein, der immerhin sich bemüht, in ganz Deutschland präsent zu sein, keinen Arzt in Bayern haben. Keinen einzigen Arzt in Bayern. Jede Suizidbegleitung, die wir in Bayern durchführen, wird von Ärzten durchgeführt, die anreisen müssen. Und Bayern ist ja nun kein ganz kleines Bundesland. Und ich finde, Ihre Antwort vorhin auf meine Frage, trauen Sie sich denn zu, das zu machen? Ihre Antwort sehr mutig. Wir haben vor 3 Monaten einen Mediziner begleitet, der ein halbes Jahr vorher einen Suizidversuch gemacht hat. Dieser Mediziner war so berühmt, dass wir fürchteten, dass das Ganze in der Zeitung steht. Und seine Ehefrau gefragt, warum denn ihr Mann, als der mal kurz aus dem Zimmer war, fragt mir die Ehefrau, warum denn ihr Mann als einer der berühmtesten Ärzte seines Fachs eine so unzulängliche Suizidmethode angewandt hatte, sagte sie, das sei in der ganzen Familie auch völlig rätselhaft und wissen sie auch nicht. Und dann kam er zu unserem Verein und hat die Prozeduren, die sie als viel zu aufwendig kritisiert haben, durchgelaufen und am Schluss hat ein Kollege ihm beim Suizid geholfen und es hat geklappt. Suizidbegleitung ist kein Lehrfach an deutschen Universitäten. Wie soll man es denn wissen? Welcher Arzt soll denn wissen, wie es geht? Unsere Mitglieder sind so strukturiert,
dass wir fünffach mehr Ärzte als Mitglieder haben, als in der Bevölkerung sind. Weil die Ärzte, die bei uns Mitglied sind, wissen, dass es nicht ist. Ich möchte vorausschicken, dass ich nachher sage, die Frage an Herrn Marderbach und an Frau Sitte. Halten Sie dieses Thema, über das der Bundestag demnächst wieder debattieren wird, für eine wichtige Sache? Ich frage Sie, halten Sie das für eine wichtige Angelegenheit? Selbstverständlich. Dann muss ich Sie fragen, wieso gab es dazu nie eine Enquete-Kommission? Wieso gibt es dazu keinerlei Rechtstatsachenforschung? Weswegen bis die wenigsten Abgeordneten, auch die Spezialisierten, Bescheid über die Situation in anderen Staaten, in Europa, gelegentlich wird über Oregon gesprochen, Oregon muss man nicht nur unter dem Oregon-Modell des Dinge, die bis dahin anschauen, sondern auch unter dem Aspekt der Suizide mit den zahlreichen Schusswaffen. Wenn man es nicht gesagt hat, an sich kriegt man kein genaues Bild. Also ich muss sagen, kürzlich sagt der Präsident, der ehemalige Präsident des Schweizerischen Bundesgerichts, Martin Schubert, am 27. Mai in der Neuen Zürcher Zeitung zu einem Thema, das im Bundestag auch diskutiert wird, das auch einen religiös-moralischen Aspekt hat, nämlich die Frage der Aufhebung des Inzestverbots. Der Bundestag diskutiert in einem faraday'schen Käfig. Er schaut nicht heraus in andere Länder, was da geschieht, wie die Situationen sind, was die Forschungen sind. Man steht unter einer Käseglocke und genau dasselbe stelle ich hier fest. Das hat während Jahren an zahlreiche Abgeordnete des Deutschen Bundestags geschrieben und angeboten, man kann mit uns reden, dieses Angebot ist einzig und allein von Frau Sitte angenommen worden und von den 631 weiteren nicht. Das ist doch keine Art von Gesetzgebung in einer wichtigen Sache. Das eine ist die Rechtstatsachenforschung und das andere ist die Rechtsfolgenabschätzung. Und wenn nun irgendwer in den Gruppen antreten, ein gewissermaßen einerseits die Erlaubnis gibt für Angehörige, die schon gar keine Ahnung haben, wie es geht, und andererseits das Monopol der Ärzte, wenn es geschäftsmäßig sein soll, dann wissen sie auch nicht, wie groß ist der Aufwand und wäre denn das marode deutsche Gesundheits- und Ärztewesen überhaupt in der Lage, selbst wenn sie bereit wären dazu, diese Tätigkeit zu leisten. Sie wären es nicht. Die Gesellschaft für Schmerzmedizin in Deutschland hat festgestellt, es fehlen 5.000 bis 6.000 Schmerzmediziner. Es wird festgestellt, dass auf dem schwachen Land die Palliativmedizin praktisch abwesend ist. Sie müsste aufgebaut werden. Es gibt gar keine Ärzte, die das Land wollen. Wie wollen Sie dann für Bevölkerung, die auf dem Land wohnt, noch eine Sterbehilfe einrichten, nur auf dem Papier? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat am 20. Januar 2011 im Urteil Haas gegen die Schweiz erklärt, es ist das Recht jedes geschäftsmäßigen Menschen, selber darüber zu entscheiden, wann und wie er sterben will. Wenn das ein Menschenrecht ist, und das ist nun aufgrund dieses Entscheides ein Menschenrecht, dann gilt das auch für Deutschland. Und nun kommt die deutsche Politik und sagt, wer dieses Recht in Anspruch nehmen will, soll wohl die Bahn gehen. Das ist nämlich die Aussage, wenn man sagt, wir wollen die Sterbehilfevereine daran hindern, Sterbehilfe zu leisten und wir wollen ein Monopol für Ärzte einrichten, was nicht funktioniert. In der Rechtsprechung des Gerichtshofs heißt es ausdrücklich, die Rechte und Freiheiten der Europäischen Menschenrechtskonvention sind gedacht als praktisch und effizient und nicht als illusorisch oder nur theoretisch. Vielleicht auch die Expertise der beiden sehr unterschiedlichen Vereine vielleicht auch in Anspruch zu nehmen, damit es eben vielleicht auch zu kooperieren, dass man sagt, man braucht die vielleicht doch.
Ich muss sagen, unser Gesetzentwurf wird zeigen, inwieweit der Verein von Herrn Kusch unter Umständen in seinen Satzungen etwas ändern muss. Das muss geprüft werden, das ist sicher so. Gut, aber kommerziell ist er noch nicht, oder? Wie bitte? Kommerziell ist er noch gar nicht. Das war naja, da bin ich mir ehrlich gesagt vor einem Hintergrund nicht ganz sicher. Und zwar in Bezug auf die Tatsache, dass man bei größeren Geldbeträgen schnellere Hilfe bekommen kann. Ich bin keine Juristin und ich muss das auch nicht sein in dem Prozess. Aber das wird sicher. Das setze ich voraus, dass Sie dazu was sagen. Also insofern könnte es sein, dass es eine Kollision gibt mit unseren Überlegungen. Herr Lauterbach würde ich gerne insofern nochmal korrigieren oder nochmal vorausschicken. Als wir angefangen haben, öffentlich über Sterbehilfe zu reden, stand im Raum, dass die Gefahr besteht, dass es zu einem Verbot in Deutschland kommt. Vor dem Hintergrund haben wir uns damit auseinandergesetzt. Ursprünglich, jetzt schätze ich das mal so ein, war sie auch nicht unbedingt dafür, an der gegenwärtigen Situation etwas zu ändern. Aber wenn denn so eine solche Debatte geführt wird, zwischen dem Polen Verbot oder so belassen, wie es ist, wollten Sie wenigstens Rechtssicherheit für Ärzte und Ärztinnen schaffen. Wobei ich eben meinen Zweifel daran habe, dass die Bedenken, die Sie geäußert haben, hinsichtlich der Möglichkeiten der Ärzte durch Ihr Gesetz abgedeckt sein könnte. Aber wie gesagt, Sie kennen uns nicht, ich kenne Ihren nicht, ich kenne auch nicht endgültig die Fassung von Herrn Brandt, nur die von Herrn Sensburg ist mir relativ klar. Das ist eben ein Verbotsantrag. Ich weiß auch, dass der derzeit nicht mehrheitsfähig wird im Bundestag. Das ist klar, da haben Sie vollkommen recht. Aber selbst der Antrag von Herrn Brandt, der Geschäftsmäßigkeit ausschließen soll, hat eine Wirkung auf Ärzte, die zugegebenermaßen nicht mehr unbedingt in der Praxis sind oder die nicht mehr in Krankenhäusern wirken oder wo sonst auch immer, aber die das sozusagen auch in der Begleitung für Verbände beispielsweise machen, für die würde sich das dann zukünftig ausschließen. Die können in dieser Tätigkeit nicht mehr nachgehen. Oder Herr Arnold beispielsweise. Oder der Arzt, den Sie aus Datteln genannt haben, ich habe jetzt gerade dessen Namen vergessen. Und es würde natürlich insgesamt, werden gemeinnützige Vereine davon betroffen. Und die Einzelfallhilfe, das stimmt, da haben Sie recht, die müsste nach den gegenwärtigen Verlautbarungen bei dem Brandentwurf durchaus möglich sein, aber eben auch nur durch Arzt oder Angehörige, stimmt auch, aber wie gesagt, auch Angehörige, und da brauchen wir uns alle nur in unseren Familien umzusehen, sie sind in dem Sinne natürlich keine Durchschnittsfamilie, weil sie ein Arzt sind, aber die Durchschnittsfamilie hat keinen Mediziner zu Hause, und die sind natürlich in vielerlei Hinsicht mit einer solchen Situation konfrontiert, vollkommen überfordert. Und da ist nicht unbedingt immer der Arzt die erste Anlaufstelle. Und da sind auch nicht unbedingt immer Freunde sozusagen die ersten, die helfen können. Die sind, mit denen kann man sich darüber unterhalten. Aber da wäre ein Verein natürlich schon eher ein neutraler Boden, auf dem man das dann eben auch relativ unbeeindruckt erstmal erörtern kann und nicht immer in diese emotionalen Falle steckt. Und bezogen auf Hospizmediziner, also Herr Sippe beispielsweise hat uns beschrieben, dass in seiner Praxis ungefähr 2000 Anfragen im Jahr kommen auf die Frage Freiburg-Begleitung und dass am Ende durch die Beratungsgespräche 2 bis 4 übrig bleiben, also das bestätigt. Zum einen, dass es wirklich sich um Einzelfälle handelt, aber die anderen wollen alle beraten werden. Wir reden nicht ergebnisorientiert, sondern wir reden über einen Prozess, bis es dazu kommt, dass es Einzelfälle sind. Und das können nicht alle Mediziner leisten, zugegebenermaßen, ich weiß auch nicht, ob das alle Verbände leisten können, aber auf jeden Fall bleiben tausende Menschen, die sich mit den Gedanken tragen, die heute in Pflegeheimen mit Pflegestufe 2 und 3 leben, vollkommen außen vor, die werden gar nicht erreicht. Das kann ich auch sagen. Ob Sie Ihren Satz vom Pen machen. Ja. Frau Sitte, da Sie uns politisch am nächsten stehen, ist doch. Und in unserem Verein haben wir bekennende Mitglieder Ihrer Partei.
Da Sie uns politisch am nächsten stehen, mache ich Ihnen folgenden Vorschlag. Sie haben gerade angedeutet, es ist noch nicht ausformuliert, aber es spricht vieles dafür, wenn Sie das sagen, dass wir nach Ihrem Gesetzentwurf unsere Satzung ändern müssen. Vielleicht. Vielleicht. Gut. Aber das wäre ja schon ein erheblicher Einschnitt, dass wir unsere Satzung ändern. Und ich empfehle Ihnen, mit der Sorgfalt, die Herr Melli angemahnt hat, auf diesen Thema zuzuwenden. Wissen Sie, Sie können in unsere Satzung schauen, die steht überall, kann man nachlesen. Aber die Frage, ob die Satzung vernünftige Strukturen schafft oder ob man mit ihr so hantiert, dass man ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Aktion hat, die kann man nur feststellen, wenn man etwas hinter die Kulissen schaut. Und ich lade Sie herzlich ein, kommen Sie zu uns in die Geschäftsstelle nach Hamburg und schauen Sie sich um, bringen Sie auch Frau Kühners und andere Mitstreiter aus Ihrem Antrag mit. Ich verspreche Ihnen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihnen alle Fragen beantworten, in die Bücher schauen lassen. Es wird keine Frage unbeantwortet bleiben, dass bevor Sie irgendetwas vorschlagen, was die Struktur unseres Vereins betrifft, Sie wenigstens die Praxis kennen. Natürlich kann man in zwei, drei Stunden oder wenn Sie sich einen Tag nehmen, auch einen Tag, kann man hier den Verein in seiner ganzen Länge kennenlernen. Aber unser Vertrauen ist groß genug, dass jemand wie Sie mit den Informationen vertraulich umgeht. Und ich sage Ihnen, es wird keine Frage unbeantwortet bleiben. Sie werden einen kompletten Einblick in unsere Vereinsarbeit haben. Und wenn Sie danach immer noch meinen, dass bei uns was kritikwürdig ist, werden wir das ernst nehmen. Aber vielleicht überzeugen wir Sie auch, dass es gar nicht so schlimm ist. Wie gesagt, ich habe nur dieses Beispiel gemacht. Das stellt mir wenn Herr Lauterbach bei seiner heutigen Aussage bleibt, dass organisierte Sterbehilfe nicht verboten werden soll von Ihnen, dann geht die Einladung auch an ihn. Aber Und dürfen sich dann schon diejenigen, die Fragen haben, an der Ich habe davon gesprochen, dass wir dies nicht strafrechtlich sanktionieren wollen. Ich möchte einfach nur klar sein, man muss hier präzis sein. Ich persönlich habe ja meine Position vorgetragen, wir wollen die Ärzteschaft im Prinzip, wenn man es also zugespitzt ausdrückt, in Ergänzung zu den Sterbehilfevereinen ins Spiel bringen. Und die Sterbehilfevereine wären aber dann nicht mehr in der Position, den eigentlichen Prozess der Begleitung anzubieten, sondern die Beratung. Also doch Verbot. Es wäre nicht das Strafrecht dann. Und zum Zweiten, ich könnte es auch so ausdrücken, wie Frau Sitte es ausdrückt, dass sie reguliert werden, in dem Sinne, dass sie bestimmte Dinge tun dürfen und bestimmte andere nicht. Der zweite Punkt ist, der ist ganz dezidiert, muss ich Abstand davon nehmen, dass sie sagen, dass der Bundestag dieses Thema nicht ernst nehmen und die Leute sich damit nicht beschäftigen, das stimmt schlicht nicht. Also der eine oder andere mag damit nicht so vertraut sein, wie die Leute, die hier auf dem Podium sitzen, aber die Mitglieder im Bundestag interessieren sich für dieses Thema brennend. Wir haben zum ersten Mal eine große interfraktionelle Aussprache im Deutschen Bundestag ohne Zeitbegrenzung über viele Stunden gehabt, wo eine große Zahl von Bundestagsabgeordneten ihre persönliche Position eingebracht haben. Wir haben ständig dazu interfraktionelle und auch fraktionsinterne Diskussionen und Verhandlungen und selbst bei Menschen, deren Position ich in dem Zusammenhang überhaupt nicht teile, selbst bei Menschen wie Herrn Brandner, in Selbstmord beispielsweise, muss ich hier zur Ehrenrettung des Deutschen Bundestages sagen, wir beschäftigen uns damit sehr intensiv und wir nehmen dieses Thema sehr ernst, weil es eine zentrale Werteentscheidung für unsere Gesellschaft. Okay.
Ja, also hier vorhin kam die Frage auf, also ob bei der Depression die Entscheidungsfähigkeit das nicht angenommen geblieben wird. Hatte ich ja ausgeführt, das sehe ich nicht so. Also ich finde es richtig, dass wir versuchen, die Depressiven zu behandeln, wo die Störung behandelbar ist. Das ist bei vielen älteren Menschen ist es möglich. Es kann zum Beispiel durch einen bestimmten Vitamin B-Mangel kann es zu einer Depression kommen, der behandelbar ist, also Schilddrüsenerkrankung dergleichen. Aber wenn derjenige dann depressiv bleibt und will den also Suizid vollziehen, dann also ist es seine Entscheidung und muss akzeptiert werden. Somit also spreche ich dem Depressiven dieses Recht nicht ab. Und Sie haben aus meiner Sicht also gefragt, also wieso kann ich alles so bleiben, wie es ist, weil Sie selbst die Antwort darauf gegeben haben. Es gibt eben Menschen, so wie ich, die glauben, dass es nicht richtig ist, dass man in einem Verein Mitglied sein muss und 7.000 Euro beispielsweise aufbringen muss. Es gibt auch Leute, die dann schlicht nicht irgendeinerweise von jemandem unterstützt werden wollen, die sozusagen, also es gibt Menschen, die sind stolz, sie wissen nichts von den Vereinen, die wollen schlicht und ergreifend, dass ihr sie behandelnder Hausarzt sie unterstützt oder zumindest jemand vermittelt, niederschwellig, ohne dass man dann von Verein mit. Also sagen, es gibt auch sonst kein Grundrecht, was ich abschützen lassen muss, indem ich nur von einem Verein Mitglied bin. Und daher ist es, also ich respektiere das, was sie tun. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die zum Beispiel also aggressiv gegen die also Gewinnmöglichkeiten, die sie dort also vorgetragen haben, polemisiere, aber ich glaube, wir sind in einer Situation, wo wir uns verbessern können und wo wir an der Notwendigkeit von Vereinsmitgliedschaften vorbeikommen. Also wir sind für Begleitung zum Suizid. Bitte? Sie sind für Begleitung zum Suizid. Ganz grundsätzlich ja, das habe ich ja ausgeführt, aber ich bin eben der Meinung, dass wir da die Ärzte stärker in die Pflicht nehmen sollten und dass wir darüber hinaus also bestimmte Kriterien also umsetzen sollten, um zu vermeiden, dass vermeidbare Suizide vollzogen werden. Und da also, stimme ich Herrn Kusch sogar zu, dass dafür eine deutlich bessere Ausbildung der Ärzte notwendig ist, als wir sie derzeit haben, geschweige denn die Medizin. Aber Sie wollen das nicht verbieten. Aber das Selbstbestimmungsrecht zu entscheiden von Menschen, zu entscheiden, ob sie sich an den Arzt wenden, Angehörige oder Vereine, das will ich nicht beschneiden. Und das würde ja die gegenwärtige Rechtslage hergeben. Deshalb, wir haben das ja schon diskutiert, wäre es eigentlich gar nicht notwendig, weil auch Ihr Fall auf einer anderen Ebene klärbar wäre für die Ärzte. Zu den Mehrheiten in der Bevölkerung, das ist nicht mehrheitsfähig im Bundestag. Was die Mehrheit der Bevölkerung zurzeit zu diesem Thema denkt, ist nicht mehrheitsfähig im Bundestag. Punkt. Das ist eine Debatte, auf die lässt sich gar niemand ein im Bundestag. Es gab nur eine einzige Person, die das gemacht hat in der Debatte, die sich geoutet hat, das war ich. Aber selbst ich sage ausdrücklich, das ist meine persönliche Meinung, das hat mit unserem Gruppenantrag nichts zu tun, auch wenn ich weiß, dass ich damit einen Schritt in meiner Auffassung zurückgehe. Es ist eben manchmal so, dass man diese Teilschritte gehen muss und zu psychischen Erkrankungen, meine Auffassung, ich halte es für höchst gefährlich, es grundsätzlich auszuschließen. Es ist immer eine Einzelfallprüfung, aber es ist eine ganz schwierige, gerade in diesen Fällen. Okay, ganz kurz, es gibt das absolute Recht auf Unterlassung von Maßnahmen und da sind Sie bei uns im humanistischen Verband völlig richtig, dass davon zu unterscheiden ist allerdings, dass ich das Recht auf Suizidhilfe, was man dann den Straftätern oder sonstigen oder jedem Menschen zubilligen kann, deshalb habe ich davon Abstand genommen. Aber mir liegt daran, eine Sache zu sagen, leider auch wieder gegen Sie, Sie sind ja sehr sympathisch, Herr Lauterbach, aber es wird keine ernsthafte Debatte bei Bundestagsabgeordneten geführt. Ich bin mehrfach in Veranstaltungen gewesen, zum Beispiel bei Ihrer Kollegin Eva Högel auf dem Podium und auch bei Sven Schulz. Bei Eva Högel war es so, dass ich konnte sie nicht davon abhalten. Sie hat im Rathaus Charlottenburg behauptet, dass ihr Antrag von Inzo und Reimann die Tötung auf Verlangen fordert. Also es ist warm und witzig. Das haben dann auch alle geglaubt. Und eine andere Sache, bei Sven Schulz war es so, das wurde so zerredet, dass der Sven Schulz, der bei uns im humanistischen Verband Mitglied ist, am Schluss sein Statement gegeben hat, er wäre für Selbstbestimmung, jetzt wüsste er aber gar nicht mehr, wofür er stimmen kann.
hast was. Können Sie gleich mal, wenn Sie was vertreten, aber jetzt haben wir ganz kurz noch eine Antwort und technisch und dann lassen Sie zahlen. Ja, also zusammenfassend würde ich sagen, ich mache mir große Sorgen um die Demokratie in Deutschland. Ja. Etwa 80-85% der Menschen in Deutschland Freiheit über die Entscheidung am Lebensende wollen. Sie werden sie nur als Minderheit in Anspruch nehmen, aber sie wollen diese Möglichkeit haben. Und ich stelle zunehmend fest, dass Fraktionen im Bundestag zunehmend selbst ihre eigenen Supporter, das war so umfassend zu schreiben, verraten. Die Frau Nahles und die Sozialdemokraten haben bei der Einschränkung des Streiksrechts vor wenigen Tagen ihre Anhänger verraten. Und eine Mehrheit des Bundestags, die nicht informiert ist über die Angelegenheit, lesen Sie auf der www.digitas.ch das Protokoll des Deutschen Bundestags vom letzten Herbst. Und meine Anmerkungen dazu, da sehen Sie, dass der größte Teil der Leute, die sich da geäußert haben, von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und diese Leute verraten wiederum ihre Wähler. Und das hat Folgen. Und die Folgen lassen sich sehen an den Beteiligungszahlen bei den Wahlen. Die Menschen, die Bürgerinnen und die Bürger wenden sich von der Respublika, von den wichtigen öffentlichen Aufgaben und Angelegenheiten ab. Und damit wird diese Tendenz, dass diese Autokraten im Bundestag, die übrigens ja nicht demokratisch gewählt sind zum größten Teil, sondern von Parteigremien ausgelesen werden und an der Schnur geführt werden, wenn du nicht kuschst, werden wir das nächste Mal nicht mehr auf die Liste aufstellen. Das macht mir die größten Sorgen für die Entwicklung der Demokratie in Deutschland. Das ist das mit diesem General. Ich verlasse diese Diskussion mit größeren Sorgen, als ich sie begonnen habe. Nachdem ich mehrfach von Lauterbach gefragt habe, ob er unser Verein verbieten will oder nicht, und er nur geantwortet hat, nicht strafrechtlich. Richtig. Ja, Herr Lauterbach, wissen Sie, ob die Polizei mit einer Verwaltungsverfügung unsere Daten dicht macht oder ob daneben noch ein Staatsanwalt steht, der unsere Daten dicht macht, ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Mitglieder unseres Vereins völlig egal. Das strafrechtliche Verbot als solches stört uns überhaupt nicht, weil alle Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands unseres Vereins rechtsfrei sind. Ab dem Tag, an dem irgendein Gesetz erlassen wird, werden wir uns an dem Gesetz halten. Es wird niemanden, auch den schärfsten CDU-Abgeordneten, nicht gelingen, irgendjemand von uns ins Gefängnis zu bekommen, weil wir uns an das Gesetz halten. Wir werden, wenn ein solches Gesetz kommt und nach Ihrer Äußerung, dass auch Sie unseren Verein verbieten wollen, wenn auch nicht strafrechtlich, werden wir zwei Dinge tun. Wir werden bis zum letzten Tag der aktuellen Rechtslage alle Interessen unserer Mitglieder schützen. Wir werden bis zum letzten Tag den Mitgliedern, die das grüne Licht in Anspruch nehmen wollen, dieses Recht, das sie in unserem Verein haben, erfüllen. Und ab dem ersten Tag des Verbotsgesetzes werden wir zwei Dinge tun. Wir haben schon jetzt Rechtsanwälte und Juristen in intensiven Gesprächen. Wir werden sofort zum Bundesverfassungsgericht gehen, weil wir, ob ein verwaltungsrechtliches Verbot oder ein strafrechtliches Verbot, unseres Vereins für offensichtlich verfassungswidrig halten. Ist das Verfassungsgericht entscheidet, werden aber Monate, wenn nicht Jahre ins Land gehen. Und für genau diese Zwischenzeit, in der das Verfassungsgericht noch nicht unserem Antrag entsprechend das von Ihnen oder Ihren Kollegen beschlossene Verbotsgesetz für nichtig erklärt, verlagern wir unsere Aktivitäten nach Zürich. Alles in Zürich ist vorbereitet. Der Verein in Zürich arbeitet mit derselben Kapazität, mit derselben Technik wie der deutsche Verein. Wir können innerhalb von 2 Stunden unsere Kofferpackung nach Zürich gehen und wir werden es tun. Was auf den Schreit nicht lösen können. Ich danke Ihnen trotzdem ganz herzlich, Herr Lauterbach, Frau Sitte, Frau Neumann, Herr Mieli und Herr Küsch, dass Sie hier so lange diskutiert haben.
dann mit dem Publikum, dass sie dann ausgeharrt haben und so gute Fragen gestellt haben. Und wünsche uns allen jetzt noch eine Diskussion beim Getränk in Rom. Ja, aber das ist ja das Ich danke Frau Rahoff für die gute Moderation. Danke Ihnen allen dafür, dass Sie so lange ausgehalten haben. Jetzt völlig klar, dass es hier noch hunderte Fragen gibt, hundert Angelegenheiten, die Ihnen allen auf dem Herzen brennen. Die können wir heute Abend nicht alle lösen. Ich schlage Ihnen vor, gehen Sie in die Organisationen, die an diesem Thema arbeiten. Wir arbeiten im Humanistischen Verband dran. Sterbehilfe arbeitet daran, andere arbeiten daran, die humanistische Union, wer auch immer. Gehen Sie dorthin, werden Sie aktiv. Und ansonsten wird es sicher auch in Berlin weitere Veranstaltungen geben. Wenn der Bedarf so hoch ist, werden wir selbst auch hier sicher noch die eine oder andere Diskussion machen. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg, nicht ohne Sie vorher darauf hinweisen zu wollen, dass diese Arbeit Geld kostet, dass Organisationen Geld kosten. Und deswegen werden Sie auf dem Ausgang wunderschöne kleine Kästchen sehen. Und es wäre schön, wenn Sie die noch mit etwas Anerkennung für unsere Arbeit führen könnten. Herzlichen Dank.